Person, die sich hier den Fragen der Abgeordneten stellen soll. Denn es gab ja im vergangenen Jahr, im Dezember, eine Änderung der Geschäftsordnung des Bundestags, dass jetzt in der Befragung der Bundesregierung immer zwei Minister vor Ort sind und diese Befragung auch nicht nur eine Stunde, sondern 90 Minuten lang geht. Das hat man gemacht, damit eben diese Befragung etwas lebhafter werden kann. Und der zweite, der hier auf der Tagesordnung aufgeführt ist, ist der Bundesminister für Ernährung, Land und Landwirtschaft, Cem Özdemir. Ich sehe ihn noch nicht, was wir aber sehen und hören, dass jetzt hier die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas schon angekommen ist. Der Gong tönte eben und wir hören ihr mal zu, wie sie die Sitzung nun eröffnen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Interfraktionell ist vereinbart worden, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratung soll soweit erforderlich abgewichen werden. Tagesordnungspunkt 10, Buchstabe B und Buchstabe C sowie die Tagesordnungspunkte 18 und 22 werden abgesetzt. Die weiteren Änderungen und Ergänzungen sowie den geänderten Ablauf der Beratung im Übrigen können Sie der Zusatzpunkteliste entnehmen. Ich mache schließlich auf mehrere nachträgliche Überweisungen im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam. Sind Sie damit einverstanden? Ich sehe zumindest keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Vor Eintritt in die Tagesordnung komme ich noch mal auf die letzte Sitzung zurück. Ich habe in der letzten Sitzung dem Abgeordneten Martin Sichert aus der AfD-Fraktion wegen der Verwendung des Begriffs SED-Kader einen Ordnungsruf erteilt, den ich aufgrund seines Einspruchs abhelfe. Bei der Gelegenheit will ich aber sagen, was nicht sein sollte, ist, dass während der Einspruchsfrist Kritik über Pressemitteilung und Social Media an der Präsidentin geübt wird, solange die Ordnungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Und unabhängig davon möchte ich noch mal einen Appell an alle richten, dass wir davon absehen sollten, in der Person über Lebensläufe Kritik an den Kolleginnen und Kollegen zu äußern. Denn unsere Aufgabe ist ja, die Debatten in der Sache zu führen und das auch gerne hart und zugespitzt. Und darauf möchte ich alle noch mal hinweisen. Und jetzt komme ich zur Tagesordnung. Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Cem Özdemir, sowie die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Lisa Paus, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herr Cem Özdemir. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft bin ich drei konkreten Zielen gegenüber verpflichtet. Es geht erstens darum, dass die Menschen in unserem Land Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln haben, und zwar unabhängig von ihrem Geldbeutel und unabhängig von ihrer Herkunft. Zweitens sollen die Landwirtinnen und Landwirte heute und morgen gut von ihrer, ich unterstreiche das, systemrelevanten Arbeit leben können und dafür auch die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Und drittens müssen wir unsere Lebensgrundlagen wie die Biodiversität, Tiere, Klima, Boden, Wasser, Luft schützen, damit wir sie auch übermorgen noch nutzen können. Diesen Zielen müssen wir alle miteinander gerecht werden, damit unsere Landwirtschaft krisenfester wird, und zwar immer eben auch mit dem Blick auf die Ernte in 10, 20 oder 50 Jahren. Und genau daran arbeitet diese Bundesregierung von Anfang an, in einem Umfeld, wie Sie wissen, das von Krisen geprägt ist. Und Krisen führen zu Knappheiten. Deshalb ist eine Landwirtschaft, die Wasser, Dünger und Energie
effizient nutzt, immer auch weniger anfällig für Krisen. Darum arbeiten wir daran, unabhängiger von Mineraldüngerimporten zu werden und unsere heimische Kreislaufwirtschaft zu stärken. Deshalb passen wir das Düngerecht an, auch um den schonenden Umgang mit Wasser und mit Böden zu fördern. Und aus dem gleichen Grund arbeiten wir an der Reduzierung des Pestizideinsatzes und am Ende von Glyphosat. Eine Landwirtschaft, die unsere natürlichen Ressourcen schonend nutzt und Biodiversität schützt, ist auch weniger anfällig für die Folgen der Klimakrise. Deshalb arbeiten wir daran, das 30-Prozent-Ziel Ökolandbau bis 2030 zu erreichen. Wir bauen die Tierhaltung um, um weniger Tiere besser zu halten. Dafür stellen wir als Bund in dieser Legislaturperiode so viel finanzielle Mittel bereit wie noch keine Bundesregierung zuvor. Im selben Atemzug setzen wir auf pflanzliche Proteinquellen, die wir als wertvollen Teil einer gesunden Ernährung über unsere Ernährungsstrategie stärken wollen. Mit unserer Eiweißpflanzenstrategie machen wir uns unabhängiger von Importen und damit auch krisenfester. Krisenfester werden wir auch, indem wir moderne Technologien in Stall, Acker und Feld nutzen. Deshalb investieren wir in digitale Experimentierfelder, in künstliche Intelligenz und den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Alles mit dem Ziel, heutige als auch künftige Risiken zu minimieren und die Effizienz der Landwirtschaft zu steigern. Krisenfester, das heißt auch auf Zusammenhalt und Austausch zu setzen. Aus diesem Grund stärken wir den ökologischen Landbau und machen gleichzeitig die konventionelle Landwirtschaft nachhaltiger. Beide Wirtschaftsweisen können voneinander lernen und gemeinsam besser werden. Und so schaffen wir es auch, ertragssichere Landwirtschaft mit einem wirkungsvollen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz zu verbinden auf Dauer. Deshalb investieren wir auch in den Umbau unserer Wälder und den Schutz unserer Moore, beides wichtige Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Meine sehr geehrten Damen und Herren, krisenfester wird unsere Landwirtschaft nur, wenn wir die entscheidenden Weichenstellungen konstruktiv gemeinsam vornehmen. Unsere Landwirte sind veränderungsbereit, aber sie brauchen verlässliche Perspektiven, die diese Veränderungsbereitschaft auch würdigen. Das sind wir ihnen schuldig, denn vergessen wir mal nicht, sie ernähren uns Tag für Tag. Vielen Dank. Soweit die einleitenden Worte von Cem Özdemir. Und nun kann Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, auch noch bis zu 8 Minuten sprechen. So sehen es die Regeln vor. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauende, ich bin nun seit gut einem Jahr im Amt und in dieser Zeit hat mein Haus verschiedenste Initiativen auf den Weg gebracht, die eindeutig die Handschrift der Ampelkoalition tragen. Auf 3 Dinge möchte ich eingehen. Als erstes ist mir besonders wichtig die Kindergrundsicherung, denn sie ist ein echter Systemwechsel. Durch sie erhalten Familien künftig die Leistungen, auf die sie einen Anspruch haben. Mit der Kindergrundsicherung sorgen wir endlich dafür, dass es armen Kindern besser geht, dass wir verdeckte Armut identifizieren und beheben und dass alle Familien es einfacher haben und sorgenfreier leben können. Diese Bundesregierung macht endlich ernst damit, Kinderarmut in diesem Land spürbar zurückzudrängen. Wir schließen damit eine klaffende Gerechtigkeitslücke und wir wirken damit auch der Polarisierung im Land entgegen. Die Kindergrundsicherung ist eine Investition in die Zukunft und in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. An Kindern darf nicht gespart werden. Damit Familien in diesem Land gut leben können, investiert der Bund auch 4 Milliarden Euro in die Kita-Qualität, 3 Milliarden Euro in den Ganztagsausbau für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für gleiche Chancen für alle Kinder von Anfang an mit einer guten frühkindlichen Bildung. Zweitens ist mir wichtig, Menschen in diesem Land müssen ohne Angst auf Gewalt leben können. Doch Gewalt, speziell gegen Frauen, ist immer noch weit verbreitet. Sie gibt es in allen Schichten, in allen Milieus. Und das zeigen auch die vielen täglichen Anrufe beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 116016. Und deshalb arbeiten wir derzeit an einem Gesetz, das den Anspruch auf Schutz vor Gewalt und Beratung ausformuliert. Und lassen Sie mich noch ein Wort zu den Vorwürfen um die Band Rammstein sagen. Sie müssen aufgeklärt werden.
Gerade junge Menschen sollten bei Konzerten besser geschützt werden, beispielsweise durch sogenannte Awareness-Teams vor Ort. Und ich freue mich, dass der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft seine Bereitschaft erklärt hat, dem Bündnis gegen Sexismus beizutreten, ist zu unterstützen. Drittens arbeitet mein Haus als Gesellschaftsministerium an einer Strategie gegen Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Phänomen, das sich in unserer Gesellschaft, das sich insgesamt in hochentwickelten Gesellschaften stark verbreitet. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, haben wir bereits im vergangenen Jahr eine Sensibilisierungskampagne gestartet und in dieser Woche findet eine Aktionswoche gegen Einsamkeit statt. Beteiligung und Engagement sind wichtige Schlüssel, um gegen Einsamkeit anzugehen. Und ich bin überzeugt, auch das hat entscheidende demokratiestärkende Aspekte. Und das sollte uns allen in diesem hohen Haus der Demokratie eigentlich wichtig sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich bin schon sehr begeistert, weil die Zeiten eingehalten wurden. Und das soll auch der zarte Hinweis sein für die jetzt kommende Befragung, dass sowohl die Fragestellerinnen und Fragesteller, aber auch die beiden Regierungsmitglieder sich an die vorgegebenen Zeiten halten. Und wir beginnen. Zuerst hat das Wort zu den Fragen zu den beiden Berichten und zu dem Geschäftsbereich der beiden anwesenden Mitglieder der Bundesregierung aus der CDU-CSU-Fraktion der Kollege Christoph de Vries. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, nur eine Vorbemerkung. Ich fände es gut, wenn zu den vielen wichtigen Themen, die Sie angesprochen haben, es nicht nur Koalitionsdebatten gäbe, sondern wenn endlich mal irgendein Vorschlag auch diesem Parlament hier vorgelegt werden würde. Aber mein Thema: Im Koalitionsvertrag haben Sie geschrieben, wir wollen Prävention und Kinderschutz stärken. Und in der letzten Regierungsbefragung am 28. September haben Sie gesagt, für mich hat der Kinderschutz höchste Priorität. Ich frage Sie heute, 9 Monate später, was haben Sie unternommen seitdem, um den Kinderschutz in Deutschland ganz konkret zu stärken? Und wann wird die Bundesregierung endlich auch einen Gesetzentwurf vorlegen zur Speicherung von IP-Adressen, um sexuellen Kindesmissbrauch zu bekämpfen, so wie das ja auch die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Frau Klaus, ausdrücklich unterstützt und auch alle Kinderschutzorganisationen in Deutschland? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie können es einfach anlassen. Also es leuchtet, aber jetzt. Sehr geehrter Abgeordneter, Sie haben völlig recht. Der Kinderschutz ist sehr wichtig und er ist mir auch persönlich ein sehr, sehr großes Anliegen. Und deswegen haben wir bereits im vergangenen Jahr eine Kampagne gestartet, Schau hin. Ich glaube, sie ist auch tatsächlich sehr breit wahrgenommen worden und hat nochmal sensibilisiert dafür, auch für das Umfeld, dass wir alle in der Verantwortung sind, unsere Augen und Ohren offen zu halten und entsprechend auch tätig zu werden, wenn wir in unserem Umfeld etwas mitbekommen. Aber es geht nicht nur um eine einfache Kampagne, sondern wir arbeiten mit Hochdruck an einem Gesetz zur Stärkung des Amtes der unabhängigen Beauftragten, aber auch all das, was damit zusammenhängt. Wir sind sehr, sehr weit. Wir gehen davon aus, dass wir sehr zügig jetzt auch in die Ressortabstimmung zu diesem Gesetz kommen können. Und zum Thema Kinderschutz im Netz, auch das ist der Bundesregierung ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Deswegen sind wir ja auch engagiert dabei, in der entsprechenden Debatte auf europäischer Ebene, Stichwort CSA-Verordnung, die deutsche Position einzubringen und dort auch einen starken Kinderschutz zu verankern. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Auf den letzten Punkt jetzt noch mal eingehen. Die Speicherpflicht, die ist angesprochen worden. Es geht ja um die Frage, halten Sie den Schutz potenzieller Täter wichtiger für den Schutz der Kinder und die Strafverfolgung dieser potenziellen Täter? Oder unterstützen Sie an der Stelle die Forderung der Bundesinnenministerin und des BKA-Chefs Münch, die ja jüngst auch noch mal bei Vorlage der Zahlen ausdrücklich diese Speicherpflicht gefordert haben? Ich will nur sagen, auch an Sie gerichtet, wir haben im letzten Jahr 17.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland gehabt, bei denen die Täter nicht ermittelt werden konnten, weil diese Speicherpflicht fehlt. Vielen Dank. Die Ministerin antwortet. Sehr geehrter Abgeordneter, Sie wissen, wir leben in einem Rechtsstaat. Sie wissen, das Thema Vorratsdatenspeicherung ist ein Anliegen von Ihnen, was schon mehrfach vom Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Und deswegen
Und deswegen sind wir gut beraten, eben beides miteinander in Einklang zu bringen. Zum einen den Rechtsstaat und zum anderen den Kinderschutz. Natürlich kann Kinderschutz im Rechtsstaat gemeinsam stattfinden. Deswegen wägen wir das genau gegeneinander ab. Ich finde, die Europäische Kommission hat grundsätzlich gute Vorschläge gemacht in ihrer entsprechenden Verordnung. Wir haben da aber entsprechend noch Nachbesserungsbedarf. Es geht um einen guten Ausgleich zwischen Kinderschutz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch den Schutz der Privatsphäre. Wir werden beides hinbekommen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Josefine Ortleb. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben es in Ihren einleitenden Worten schon angesprochen. Uns erreichen in diesen Tagen immer wieder erschütternde Nachrichten, wenn es um den Umgang von Männern mit Frauen geht. Egal ob der Superstar oder der Mann von nebenan, gesellschaftlich werden gerade massiv Grenzen überschritten. Wir als Gesetzgeber haben die Aufgabe, genau diese Grenzen zu schützen, auch wenn es um reproduktive Selbstbestimmung und gerade um Schwangerschaftsabbrüche geht. Frauen kommen aber immer wieder in die Situation, vor Beratungsstellen belästigt zu werden und eben keinen störungsfreien Zugang zu Arztpraxen oder Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu haben. Deswegen die Frage an Sie, wo sollte Ihrer Ansicht nach dieser störungsfreie Zugang geregelt werden? Im Strafrecht oder im Schwangerschaftskonfliktgesetz? Werte Abgeordnete, herzlichen Dank, dass Sie dieses Thema aufgeworfen haben. Sie wissen auch, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Es gehört einfach zur reproduktiven Selbstbestimmung von Frauen, dass sie dann auch ungestörten Zugang haben zu entsprechenden Einrichtungen. Und deswegen geht das mit der Gehsteigbelästigung einfach nicht. Wir haben auch dazu... ein Gesetz erarbeitet. Das ist auch schon sehr, sehr weit abgestimmt mit dem Bundesinnenministerium, mit dem Justizministerium. Und wir werden es im Schwangerschaftskonfliktgesetz regeln mit der Ergänzung einer Ordnungswidrigkeit, weil ich glaube, das ist genau das richtige Verhältnis in dem Zusammenhang. Und damit ist auch klar gewährleistet, dass wir nicht in entsprechende Regelungen der Länder beispielsweise eingreifen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Meine Nachfrage wird Sie nicht verwundern, aber wie sieht da der konkrete Zeitplan aus? Wann dürfen wir damit rechnen, dass das hier im Parlament beraten wird? Wir streben an, dass es bis zum Ende des Jahres Gesetz ist. Also beschlossen. Das war die Antwort. Nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Marina Harder-Kühnel. Aber, Entschuldigung, Mariana Harder-Kühnel. Ja, Frau Paus, es gibt eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen und die hat ergeben, dass sich die Mehrheit der deutschen Bürger gegen die Straffreiheit von Abtreibungen ausspricht. Das deckt sich auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was natürlich klargestellt hat, dass der Staat den Schutz des ungeborenen Lebens gewährleisten muss. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen die Frage stellen, beabsichtigt die Bundesregierung, § 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und Abtreibung in Zukunft straffrei zu stellen? Sehr geehrte Abgeordnete, wie Sie wissen, hat die Bundesregierung eben nicht einfach entschieden, einen Gesetzentwurf vorzulegen zu Neuregelungen, sondern aufgrund eben auch der Geschichte in Deutschland und auch der hohen ethischen Bedeutung haben wir dieses Thema einer entsprechenden Kommission vorgelegt. Wir haben eine Kommission einberufen, die sich speziell genau mit dem Thema Arbeitsgruppe 1, Artikel, Moment S, Paragraph 218, im Strafgesetzbuch beschäftigt und einer zweiten Arbeitsgruppe, die sich insgesamt mit den reproduktiven Rechten und im Zusammenhang auch mit dem Thema Leihmutterschaft und Eizellspende beschäftigt. Diese Kommission ist eingesetzt, diese Kommission arbeitet. Sie hatten auch gestern die Gelegenheit, diese Kommission kennenzulernen und dort auch ihre Fragen zu stellen. Soweit ich weiß, sind Sie dort nicht gewesen, aber diese Kommission arbeitet und sie wird ihren Bericht im kommenden Jahr nach einem Jahr Arbeit vorlegen. Und dann werden wir die Ergebnisse der Kommission, die Vorschläge der Kommission bewerten. Wir dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank. Wie Sie wissen, kommt es schon heute in Deutschland zu über 100.000 Abtreibungen im Jahr. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl einer deutschen Großstadt. Und welche ganz konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um hier den Schutz des ungeborenen Lebens zu gewährleisten
und dafür zu sorgen, dass es zu weniger Abtreibungen kommt? Sie wissen, dass wir in Deutschland ein gut gefächertes System haben mit Schwangerschafts- Konfliktberatungsstellen und anderem. Es gibt auch zusätzliche Hilfeleistungen. Und ansonsten gibt es eben die gesetzliche Regelung, die wir jetzt haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang ja durchaus auch mal, sich anzuschauen, wie es in anderen Ländern geregelt ist. In Dänemark beispielsweise ist es eben nicht im Strafgesetzbuch geregelt. Und in Dänemark hat sich trotz dieser Veränderungen in der Gesetzgebung nicht eine Erhöhung der Abbrüche hat nicht stattgefunden, sondern das Gegenteil ist der Fall. Von daher in der Tat sind all diese Fragen relevant für die Kommission. Nicht allein darum, in welchem Gesetz es geregelt wird, sondern in der Tat schauen wir insgesamt darauf, was wir besser tun können, um Frauen in diesen Konfliktsituationen zu unterstützen und auch mit dafür beizutragen, dass wir insgesamt ein gutes Leben in Deutschland hinbekommen, auch für Frauen mit Kindern. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne Christina Johannes Schröder. Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister Cem Özdemir, und Christian Schmidt nicht gelungen ist, nämlich nach nur anderthalb Jahren eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung auf den Weg zu bringen. Diese wird in dieser Woche abschließend beraten. Das ist ein erster wichtiger Schritt für den Umbau der Tierhaltung in Deutschland. Verbraucherinnen und Verbraucher können jetzt aktiv entscheiden, welche Arten von Fleisch sie kaufen. Landwirtinnen und Landwirten berichten, die schon seit Jahren Außenklima oder Offenstelle pflegen, dass ihnen die Arbeit mehr Spaß macht. Neben der Tierhaltungskennzeichnung gibt es eine Veränderung des Baurechts, des Emissionsrechts, eine Förderung und eben die Kennzeichnung. Wie wirken diese Instrumente zusammen und was sind die nächsten Schritte? Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Ich will mal was machen, was man normalerweise nicht macht. Ich will erst mal ein Wort des Dankes sagen. Ich habe das ja alles nicht erfunden. Das war die Borchert-Kommission, die da wichtige Vorarbeiten geleistet hat, benannt nach einem ehemaligen Agrarminister zu Zeiten von Helmut Kohl. Auch die Länder haben ihren Anteil dran. Das habe ich nicht alles gemacht, das will ich ja auch mal sagen. So, jetzt haben wir etwas geschafft, was vor uns tatsächlich noch nicht geschafft wurde. Auch ein Dank übrigens an den Finanzminister, der uns so viel Geld zur Verfügung gestellt hat, wie noch in keiner Region. Wir haben das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, zweite, dritte Lesung hoffentlich. Wir haben das Baugesetzbuch, hat uns keiner zugetraut parallel. Wir haben die TH-Luft durch die Agrarministerkonferenz und Umweltministerkonferenz. Wir haben zusätzlich ein Bundesprogramm, mit der einzelbetrieblich eine Förderung verlässlich bis zu 10 Jahre, so wie es die Kommission wollte, jetzt gefördert wird. Zusätzlich haben wir beim Herkunftskennzeichen national mehr gemacht, als bislang möglich war. Aber ich sage auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir sind am Anfang, noch nicht am Ende. Jetzt kommt als nächstes nach dem Schwein, müssen wir dringend auch die Gastronomie reinnehmen, die Außerhausverpflegung, die anderen Nutztierarten, die anderen Vertriebswege. Und wir müssen schauen, die weitere Finanzierung. Und jetzt dürfen Sie eine Nachfrage stellen. Danke, Herr Minister Özdemir. Viele Landwirtinnen und Landwirte schreiben uns und freuen sich insbesondere über das Baurecht, machen sich aber noch Sorgen bezüglich des Emissionsrechts. Da sind Sie eben mit den Agrar- und Umweltministerkonferenzen im engen Austausch gewesen. Wie funktioniert das in Zukunft? Wie können Landwirtinnen und Landwirte sicher sein, dass in Zukunft nicht nur das Baurecht, sondern eben das Emissionsrecht Tierwohlstelle auch ermöglicht? Ja. Vielen Dank für die Nachfrage. Das ist eben genau das, was wir jetzt machen, dass wir nicht quasi Stückwerk machen, sondern das zusammen machen. Weil die Kritik war ja zu Recht, ich würde ja gerne, ich bin ja bereit, aber ich kann es ja gar nicht aufgrund des Baurechts, weil eben die Vorschriften das nicht zulassen. Wenn ich beispielsweise einen Stall umbaue, eine Wand einreiße oder wenn ich den alten Stall durch einen neuen Stall ersetze, Tieren mehr Platz gebe, brauche ich vielleicht mehr Fläche. Es ist ja sinnvoll für den Tierschutz. Alles das ermöglichen wir. Ich sage auch da noch mal dazu, da fällt mir kein Zacken aus der Krone. Nicht alles davon ist auf meinem Mist gewachsen. Manches davon waren auch Anregungen vom Bauernverband, waren Anregungen von den Ländern, waren Anregungen aus diesem Kreise, aus den Koalitionsfraktionen. Das haben wir ja hinzugefügt, weil die Dinge besser werden, wenn man einander zuhört und gemeinsam arbeitet. Emissionsschutz gehört eben auch dazu, damit wir das rechtlich überhaupt festmachen können. Das haben wir jetzt. Vielen Dank. Nächste Frage stellt aus der Fraktion Die Linke Heidi Reicheneck.
Sehr geehrte Frau Ministerin Paus, wir wissen ja, dass der Finanzminister Lindner trotz aller vernünftigen anderen Vorschläge versucht, dieses Land aus der Krise zu sparen. Und alle Ministerien, auch Ihres, sollen dafür Vorschläge vorlegen. Jetzt wissen wir natürlich, dass der Großteil in Ihrem Ministerium, in Ihrem Haushalt gesetzliche Pflichtleistungen sind, zum Beispiel das Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag. Denn entgegen Ihres Einführungsstatements sind wir von einer echten Kindergrundsicherung noch meilenweit entfernt. Da können Sie ja schon mal nicht sparen. Und aktuell macht das bei Ihrem Haushalt 11,2 Milliarden von 12,9 Milliarden aus. Und wahrscheinlich werden diese Ausgaben sogar noch steigen. Deswegen ist meine Frage, was werden Sie denn dem Finanzminister vorschlagen? Wo kann man denn in Ihrem Ministerium am ehesten sparen? Wollen wir den Kinder- und Jugendplan, der sowieso schon eingekürzt worden ist, jetzt einfach komplett aufgeben? Wollen wir es bei der Demokratieförderung einfach auf null hinauslaufen lassen, was angesichts der aktuellen Umfragewerte eventuell ein bisschen problematisch ist? Oder weiterhin an den Kita sparen? Sie haben ja schon das geplante Kita-Investitionsprogramm, was im Koalitionsvertrag steht, gemäß Antwort auf meine Kleine Anfrage gestrichen. Also welche Vorschläge werden Sie, Minister Lindner, machen, dass Sie noch sparen können? Sehr geehrte Abgeordnete, es freut mich, dass Sie meinen Haushalt so gut kennen. Das ist soweit alles richtig dargestellt und deswegen sind wir jetzt noch mit intensiven Gesprächen. Das findet derzeit statt zwischen dem Finanzminister, dem Bundeskanzler und den jeweiligen anderen Ministern. Und der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen, wird aber dann doch bald passieren. Und ich bitte Sie noch um etwas Geduld, dann wird es auch das Licht der Öffentlichkeit für alle erblicken. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sehr gerne. Also ich meine, mir war ja klar, dass Sie so antworten, weil egal, was ich Sie und Ihr Ministerium frage, die Antwort ist immer, wir sind im Prozess, wir müssen uns noch abstimmen und das sei Ihnen ja auch alles gegönnt. Aber ich habe ja explizit gefragt, was sind am ehesten Ihre Vorschläge, die Sie machen werden? Denn ich finde, die müssen wir auch hier diskutieren und deswegen erwarte ich von Ihnen, dass Sie solche Vorschläge auch liefern. Oder können Sie mir hier an dieser Stelle versprechen, dass in Ihrem Ministerium nichts gekürzt wird? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie meine Vorschläge zu gegebener Zeit auf jeden Fall vorliegen haben. Weil wir machen natürlich ein ganz normales Verfahren. Erst wird der Haushalt vom Kabinett aufgestellt, dann wird er über die Sommerpause im Herbst dem Parlament zugeleitet und dann werden Sie sowohl meine Überlegungen als eben auch das Gesamttableau sehen. Und wir haben dann ja auch noch ausreichend Zeit, das in den entsprechenden Beratungen sowohl im Fachausschuss als auch im Haushaltsausschuss miteinander auszutauschen. Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Dr. Gerun Hocker. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin. Ich möchte meine Frage adressieren an Cem Özdemir. Und zwar beziehe ich mich auf eine Formulierung, die wir im Koalitionsvertrag gefunden haben. Da steht zu lesen, die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln muss transparent und rechtssicher nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen. Bestehende Lücken auf europäischer Ebene werden geschlossen. Gleichzeitig muss eine schnellere Entscheidung stattfinden. Auf Grundlage dieses Zitats möchte ich gerne die Frage formulieren, welche Lücken denn die Bundesregierung aktuell identifiziert auf europäischer Ebene bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und wie die Bundesregierung beabsichtigt, diese bestehenden Lücken auf europäischer Ebene zu schließen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Zunächst mal, Sie beziehen sich auf das, was in Europa gerade vorliegt, die Sustainable Use Regulation. Ich will dazu erst mal sagen, das Ziel teilen wir, dass 50% Einsparung bis 2030 erfolgen sollen. Ich will mal sagen, warum das auch für unsere Landwirte wichtig ist, weil das oft nicht bekannt ist. Das schafft ein Level Playing Ground in der Europäischen Union, wenn wir einheitliche Bedingungen haben. Aber in den Details, das will ich schon auch sehr ausdrücklich sagen, haben wir große Fragezeichen, große Kritik. Ich denke an die sensiblen Gebiete. Ich denke aber auch an die Frage, dass das, was national bereits geleistet wurde, Anerkennung finden muss. Der Fleißige kann nicht der Dumme sein. Und da die Zeit jetzt schon gelb ist, will ich mal sagen, wir müssen es auch ratlich neu erfinden. In Ihrem Bundesland, in Niedersachsen, gibt es einen hervorragenden Kompromiss. In meinem Bundesland, in Baden-Württemberg, wo Naturschutzinteressen einerseits, landwirtschaftliche Interessen andererseits zu einem sehr guten Zusammenspiel gebracht wurden. Das schlage ich Brüssel vor. Wir helfen gerne. Wir haben hervorragende Beamte. Vielleicht können die Kollegen der Unionsfraktion auch helfen, da die, glaube ich, da einen besseren Zugang haben. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zusätzlich ist ja bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auch immer die Frage der Entscheidungsgeschwindigkeit eine ganz besonders drängende. Und deswegen möchte ich gerne wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen das BMEL beabsichtigt, die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen und welchen Zeitplan Ihr Haus dafür besitzt.
Sie sprechen ein wichtiges Problem an, das allerdings, das will ich schon mal sagen, seit vielen Jahren besteht. Das ist ja kein Problem, das wir erfunden haben. Wir haben jetzt Leute eingestellt, damit es schneller geht, um den Berg abzuarbeiten. Aber ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass das Problem vollständig beseitigt ist. Das liegt halt daran, wir bräuchten eigentlich noch mehr Leute. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, sonst kriege ich Ärger mit dem Herrn, der vor mir sitzt. Der guckt schon ganz kritisch. Wir sind halt leider in der Situation, dass wir gerade alle einsparen müssen. Aber Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das auch mir ein wichtiges Anliegen ist. Wir haben das schon ziemlich abgebaut durch das zusätzliche Personal. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der fraktionslose Abgeordnete Stefan Seidler. Oh, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Özdemir, schon vor einigen Monaten hatte ich Ihnen hier im Plenum eine Frage zum Küstenschutz gestellt und erlauben Sie mir, dass ich das erneut tue. Und zwar mit Blick auf den Klimawandel stehen wir an unserer Ostsee vor gewaltigen Herausforderungen beim Klimaschutz. Und anders an der Westküste sind meist dort kleine Deichverbände für den Küstenschutz zuständig, so auch in meinem Wahlkreis in Flensburg. Wird der Bund in Kooperation mit den Ländern diese in den kommenden Jahren finanziell und organisatorisch, Stichwort Fachkräftemangel, stärker unterstützen, um diese Jahrhundertaufgabe zu bewältigen? Und wenn ja, mit welchen Maßnahmen ist das geplant? Meine Antwort fällt nicht grundlegend anders aus wie damals, Herr Kollege. Das ist uns wichtig. In der Sache bin ich 100% auf Ihrer Seite. Aber jetzt komme ich leider wieder zu den aktuellen Haushaltsberatungen. Sie wissen sicherlich, dass auch in meinem Geschäftsbereich große Kürzungen anstehen. Ein Thema, um das es da geht, ist genau das Thema GAC, wo es auch um den Küstenschutz geht. Wir sind da noch nicht ganz fertig. Ich glaube, ich habe gute Argumente und Sie teilen das sicherlich, warum da jeder Cent gut angelegtes Geld ist, weil wir hebeln die Mittel ja nochmal zusätzlich durch Investitionen durch die Länder, in dem Fall Schleswig-Holstein, plus zusätzlich durch europäische Mittel. Andererseits muss ich natürlich auch der Fairness halber sagen, der Finanzminister hat auch eine schwierige Situation, muss einsparen. Aber ich will nochmal dafür werben, das sind schon auch Dinge, wo es um das Stadt-Land-Verhältnis geht, wo es um Investitionen in unsere Sicherheit, in die Zukunft geht. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Mir dabei geht es ja nicht nur um das Stadt-Land-Verhältnis, es ist letztendlich die Lebensgrundlage vieler Menschen bedroht. Wie sehr schätzen Sie das ein? Also Geld ist eine Sache, wir haben hier mit einer Region zu tun, in der in Zukunft vielleicht Land unter ist. Bis weit ins Land hinein, haben Sie das überhaupt in Betracht gezogen? In europäischen Nachbarländern, beispielsweise in Dänemark, wird ein Klimaatlas erstellt, wo genau aufgezeichnet wird, wo das Wasser herantreten wird. Sowas fehlt uns noch in Deutschland. Gibt es dort dementsprechende Pläne bei Ihnen in Ihrem Haus oder vielleicht ressortübergreifend? Das schauen wir uns natürlich an, Herr Kollege, insbesondere was die Auswirkungen der Klimakrise angeht, nicht nur was das Thema Hochwasser angeht, sondern andersrum natürlich auch, was das, also durch das steigende Meeresspiegel, auch das Thema Trockenheit ist ja ein massives Problem für unsere Landwirte, auch für die Wälder. Da sind wir natürlich dran. Ich habe auch gute Gespräche mit Werner Schwarz, den Sie sicherlich kennen, den Landwirtschaftsminister und Schleswig-Holstein. Genau über die Themen geht es da, wie wir da helfen können. Ich sage nochmals, ich glaube, dass die GAC-Mittel, Küstenschutz ist ja in dem K drin, gute Mittel sind. Ich bin da fest davon überzeugt, aber die Schwierigkeiten, das verfolgen Sie ja gerade in der Öffentlichkeit, sind eben, wie kriegen wir das halbwegs vernünftig finanziert. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Fragen zu vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Und zuerst stellt die Frage aus der CDU-CSU-Fraktion Astrid Dammerow. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Özdemir, ich möchte Ihnen gerne die Frage stellen. Die Bundesregierung hat vor kurzem eine Bundestierschutzbeauftragte benannt. Ich möchte Sie fragen, ob sich diese Bundestierschutzbeauftragte auch mit dem Schutz der Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, der Weidetiere befassen wird, die in vielen Regionen in Deutschland Opfer von Wolfsrissen werden. Und wenn ja, wie konkret? Die Bundestierschutzbeauftragte ist jetzt bestellt und sie ist unabhängig. Das heißt, sie sucht sich ihre Themen. Sie ist übrigens nicht nur die Tierschutzbeauftragte des BMWL, sondern der Bundesregierung, arbeitet auch dem Parlament zu, arbeitet auch mit der Zivilgesellschaft.
und sie entscheidet, welche Themen sie aufgreift. Aber wenn Sie das Thema Wolfschutz ansprechen, wissen Sie, die Kollegin Umweltministerin ist nach dem Geschäftsbereich in der Bundesregierung zuständig. Wir schauen uns das natürlich an, weil ich aus der Landwirtschaftsseite da ja auch eine Betroffenheit habe, insbesondere dort, wo wir eben mit bergigen Regionen, mit Almnes zu tun haben. Da kommen die bisherigen Maßnahmen an ihre Grenze. Ich sage aber auch noch mal, Problemwölfe können entnommen werden. Das ist geltende Rechtslage. Die Länder haben die Möglichkeit dazu. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Danke sehr, Frau Präsidentin. Herr Minister, ja, richtig, die naturschutzfachliche Betrachtung liegt beim BMUV. Aber Sie als Landwirtschaftsminister sind zuständig für die Weidetierhaltung. Und das möchte ich jetzt schon noch mal nachfragen. Wie konkret setzen Sie sich bei Ihrer Kollegin aus dem BMUV für den Schutz unserer Weidetiere ein? Und vor allem auch ganz konkret in den Regionen, in denen beispielsweise Weidezaunbau nicht möglich ist. Sie haben die Alm eben angesprochen. Ich will dann hier auch noch unsere Deiche, unsere Hochseedeiche nennen. Also hier erwarte ich schon, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium sich sehr aktiv einbringt zum Schutz der Weidetierhalter und der Weidetiere vor allem. Gehen Sie mal davon aus, dass wir da in sehr intensiven Gesprächen sind. Die Koalition ist es auch. Wir haben da in der Koalition ja auch eine gemeinsame Gruppe, wo wir über diese Themen reden, unter Federführung der Umweltministerin. Ich sage Ihnen mal, ich komme aus einer Stadt, Bad Urach, da ist der Schäferlauf jedes zweite Jahr. Insofern können Sie sich vorstellen, dass mir das nah am Herzen ist, weil das die Leute natürlich massiv emotional berührt. Wir reden da auch. Ich glaube, dass wir da gute Maßnahmen getroffen haben. Aber die besten Maßnahmen, das will ich schon auch sehr klar sagen, mit Geld und mit allen möglichen Zäunen ist das natürlich nicht zu ersetzen, was das bei den Leuten auch emotional macht. Das weiß ich schon. Darum brauchen wir da gute Lösungen. Wir schauen uns ja auch den Wolfsbestand insgesamt an. Aber ich sage auch noch mal hier, das ist europäisches Recht, das wir national umsetzen. So, jetzt kommen wir dazu, dass Nachfragen jeweils 30 Sekunden Frage, 30 Sekunden Antwort von anderen Kollegen zum gleichen Thema gestellt werden können und natürlich auch von Kolleginnen. Und ich habe zwei, das war ein anderes Thema. Gut, dann ist das zurückgezogen. Carsten Hilse hat sich gemeldet. Anderes Thema oder dazu? Dann haben Sie das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, ich war gestern bei der Reiterlichen Vereinigung und dort stand in einer Broschüre drin eine Forderung, die wir natürlich auch unterstützen, und zwar den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes quasi an die Europäische Union zu melden. Wie sieht es da aus? Sind da Gespräche mit dem Umweltministerium im Gange? Aus unserer Sicht ist der günstige Erhaltungszustand erfüllt bzw. schon da. Aber wie sehen Sie das? Das würde ja quasi die, sag ich mal, die Populationseinschränkung, sage ich jetzt mal, doch voranbringen in Deutschland. Vielen Dank. Vielleicht, danke sehr. Ich nutze vielleicht die Gelegenheit, Ihre Frage, um das auch für die Außenstehenden kurz zu erklären. Beim WOMF handelt es sich nach europäischem und nationalem Naturschutzrecht um eine streng geschützte Art. Das muss man wissen. Es leitet sich auch unmittelbar aus europäischem Recht ab. Und die Frage, die Sie angesprochen haben mit dem Erhaltungszustand, die wird alle 6 Jahre ermittelt. Zuletzt ist es 2019 für den Zeitraum bis 2018 erfolgt. Und die bemisst sich nach europaweit einheitlichen Kriterien. Das heißt, ich kann da nicht national ausscheren. Deshalb ist zum Beispiel auch das, falls die Nachfrage kommen sollte, was Schweden macht, führt dazu, dass es jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gibt. Das ist die rechtliche Grundlage. Ich bewege mich auf der rechtlichen Grundlage. Ich habe eine weitere Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Thies. Ja, vielen Dank, Herr Minister Özdemir. Noch mal eine Nachfrage zum Tierschutz. Für mich ist Tierschutz unteilbar. Beim Wolf haben wir die Situation, dass Wölfe auch im Straßenverkehr schwer verletzt werden und dann stundenlang schwer verletzt im Straßengraben liegen, bis dann irgendwann der Amtstierarzt kommt und eventuell die Tötungsfreigabe erteilt. Auf der anderen Seite haben wir auch durch Wolfsübergriffe schwer verletzte Weidetiere, die oft stundenlang schwer verletzt mit aufgerissenen Bäuchen auf der Weide liegen, bis dann irgendwann der Wolfsberater die Freigabe zur Tötung gibt. Welche Maßnahmen planen Sie hier, um diesen extrem schwierigen tierschutzwidrigen Zustand zu beheben? Da Sie gerade so beeindruckend plädiert haben, unterstützen Sie mich sicherlich dabei, dass wir uns gemeinsam an die Länder wenden, die genau dem Abhilfe schaffen können. Überall da, wo es sich um Problemwölfe handelt, ich habe es gerade ja schon gesagt, ist es nach wiederholten Übergriffen
zumutbar geschützte Nutztiere nach geltendem Recht entsprechend zu entnehmen. Das darf man, das ist Aufgabe der Länder. Auch dafür weise ich auf die rechtliche Situation. Und was die emotionale Situation angeht, habe ich ja gerade schon gesagt, das verstehe ich sehr gut. Umso mehr sollten wir die Instrumente, die es ja gibt, bereits nutzen. Und was das Bestandsmanagement angeht, habe ich ja auch darauf verwiesen, das wird ausgewertet. Sollte ein solcher Zustand eintreffen, wie Sie ihn gesagt haben, wird man ihn einer Neubewertung unterziehen müssen. Ich habe eine weitere Nachfrage aus der FDP-Fraktion. Dr. Hocker. Frau Präsidentin, verehrter Herr Minister, vielen Dank, dass Sie eben darauf hingewiesen haben. Ich bleibe beim Wolf, dass es ja in der Hoheit der Länder möglich ist und ihnen obliegt, sogenannte Problemtiere bereits jetzt abschießen zu lassen. Jetzt haben wir gerade in Niedersachsen, Sie haben eben erwähnt, dass das ja mein Heimatbundesland ist, immer wieder die Situation, dass es zu Übergriffen auch einzelner Tiere kommt. Wir haben gerade vor einigen Tagen eine Großdemonstration in Ostfriesland gesehen, wo über 3000 Tierhalter sich darüber zu Recht beschwert haben, dass bei der Wolfsmigration und beim Wolfsmanagement so wenig passiert. Und Ihr niedersächsischer Amtskollege Christian Meyer hat daraufhin lapidar erklärt, dass Berlin und Brüssel handeln müssten. Wären Sie gemeinsam mit mir bereit, ein Gespräch mit Christian Meyer darüber zu führen und ihn darüber zu informieren, welche Möglichkeiten die Länder jetzt schon besitzen? Ich bin gerne jederzeit bereit, mit mich allen möglichen Leuten zu unterhalten, aber an der Rechtslage ändert es nichts. Die ist so, wie sie ist, Herr Kollege, die kennen Sie ja, Sie haben es ja gerade auch noch mal zitiert. Und das würde ich, glaube ich, sagen, macht Sinn, das bei jeder Gelegenheit noch mal zu wiederholen. Wir haben ja nun auch als Abgeordnete die Aufgabe und Möglichkeit, auf die Rechtslage hinzuweisen. Ansonsten, wie gesagt, beim Bestandsmanagement können wir ja schauen, wenn die Auswertung das ergibt, dann entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Und Sie können sie auch in der Koalition entsprechend voranbringen. Ich habe jetzt noch zwei zu diesem Thema, die würde ich jetzt auch noch dran nehmen. Einmal die Kollegin Meyer aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. So, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister Özdemir, ich würde gerne noch mal auf den Aspekt Tierschutz eingehen. Wir haben ja in Deutschland das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz veranlagt, also auch die Aufgabe, Tiere zu schützen hier. Jetzt haben wir die neue Tierschutzbeauftragte, die vorhin von der Kollegin von der Union angesprochen wurde. Und ich sehe darin ganz große Chancen, da wir aktuell keine Repräsentation des Tierschutzes und der Individualrechte der Tiere in Deutschland haben. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was sind die Aufgaben der neuen Tierschutzbeauftragten und des Amtes, das eingeführt wurden? Und worin sehen Sie die größten Chancen, um Tierschutz in Deutschland zu stärken in unserer Bundespolitik? Danke sehr. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich will die Gelegenheit erst mal nutzen, daran zu erinnern, es ist noch gar nicht so sehr lange her, dass der Tierschutzzugang ins Grundgesetz gefunden hat. Ich schaue hier gerade eine frühere Agrarministerin an mit Renate Künast. Drei Worte wurden damals ergänzt und seitdem hat es Verfassungsrang. Das ist also nicht eine Privatangelegenheit von irgendjemandem, sondern Aufforderung an uns alle, an den Gesetzgeber. Und deshalb begrüße ich das sehr, dass die Koalitionsfraktionen ja die Schaffung der Tierschutzbeauftragten durchgesetzt haben. Und ich habe das jetzt entsprechend umgesetzt. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Tierschutzbeauftragten. Es geht um beide Bereiche. Es geht sowohl um den Bereich Nutztiere als auch Haustiere. Und ich glaube, in beiden Bereichen, das wissen Sie als Expertin ja, gibt es eine Menge, was wir uns da noch anschauen müssen. Letzte Nachfrage zu diesem Thema aus der FDP-Fraktion, Herr Hoffmann. Herr Minister, jetzt klappt's. Vielen Dank. In Baden-Württemberg gibt es ursprünglich mal 4, ich glaube, es sind noch 3 Wölfe. Und der Aufwand für den Wolfsschutz beläuft sich im Augenblick auf 11 Millionen Euro. Halten Sie das noch für verhältnismäßig oder sollte man vielleicht zu einer anderen großzügigen Regelung kommen, dass man die Risse schnell entschädigt? Weil wir leben in Baden-Württemberg und Sie kennen Bad Urach, da gibt es auch steile Hänge. Und auf diesen steilen Hängen ist Wolfsschutz extrem schwierig. Ich glaube, es wäre angebracht, hier eine Änderung zu machen, um großzügig zu entschädigen, statt so einen Riesenaufwand zu betreiben. Also Wolf habe jetzt da noch kein Gesicht gesichtet in Bad Urach. Klar, wir müssen das möglichst unbürokratisch machen, aber der Herdenschutz ist nach wie vor das Instrument, das uns zur Verfügung steht, dass das am besten geeignete ist. Das machen wir ja, unterstützen wir. Und ansonsten verweise ich nochmal auf das, was ich gerade ja schon gesagt habe. Den Bestandsschutz müssen wir uns anschauen und die Möglichkeit der Entnahme auf der Landesebene besteht. Ich gehe zur nächsten Fragestelle über und da hat die nächste Frage der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Özdemir, sehr geehrter Herr Minister, nach einem Strategiepapier der regierungsnahen Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. DGE soll den Bundesbürgern zukünftig nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag zugebilligt werden. Entspricht etwa einer Wurst im Monat. Jetzt muss ich persönlich sagen, ich verzichte vollständig auf jedes Fleisch. Ich spreche also überhaupt nicht in meinem Interesse hier. Ich habe eine Nulldiät da, also damit Schluss. Ich will Sie nur fragen, wollen Sie das im Wege von Vorschriften reduzieren oder im Sinne von Ernährungsberatung oder darauf hinweisen, welche Vorteile die haben? Ihr Hauptargument ist nämlich der Klimaschutz mit dabei. Nur mir leuchtet nicht ein, wieso man das Klima damit schützt, indem man nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag bekommt. Und wollen Sie auf die Kita-Einrichtungen, auf andere Gemeinschaftsverpflegungen Einfluss nehmen, um den Fleischkonsum zu drücken? Rot. Herr Minister, Sie dürfen antworten. Ja, vielen Dank. Also erstmal muss ich sagen, die DGE ist eine weisungsunabhängige Behörde, um das mal einfach mal klarzustellen. So, die macht Empfehlungen, da sitzen Wissenschaftler zusammen und da ist eine Überlegung von Wissenschaftlern rausgestochen worden und mir in den Mund gelegt worden, was ich erstmal in aller Schärfe zurückweisen möchte. Zweitens, Sie können morgens, mittags, abends ausschließlich Fleisch essen, wenn es Ihnen bekommt. Sie können den Wecker stellen, der Sie jede halbe Stunde nachts daran erinnert, dass Ihr Fleischpensum gleich bleibt. Das dürfen Sie alles. Wir sind ein freies Land. Ob es zwingend gesund ist, das müssen Sie entscheiden. Darüber hat Ihnen der Bundeslandwirtschaftsminister keinerlei Vorschriften zu machen. Was ich mache ist, ich kümmere mich darum, dass in der Bundesrepublik Deutschland alle eine Chance haben, gesund alt zu werden. Da nehmen wir die Außerhausverpflegung in den Blick. Da geht es nicht um fleischfrei, sondern weniger Fleisch, stärker pflanzenbasiert beispielsweise. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Danke, Frau Präsidentin, aber das werde ich nicht tun, aus Zeitgründen für alle anderen auch noch. Ich bedanke mich aber für die Antwort. Freiheit ist das wichtigste Gut, was jeder hat. Danke. Wie könnte man da widersprechen, dass Freiheit ein gutes Gut ist? Und ich will vielleicht noch hinzufügen, glauben Sie nicht alles, was Sie bei Twitter lesen. Und manchen will ich auch sagen, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Danke. Das regt uns jetzt alle noch einmal zum Nachdenken an. Ich habe zu diesem Thema eine Nachfrage gesehen von der Kollegin Künast aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nehmen wir mal die Freiheit, so halbwegs zu fragen, was ich denke, zu denken. Wo es schon um die Wurst geht. Das Ministerium macht ja einige Aktivitäten, gerade mit dem Schwerpunkt Kinder und Kinderernährung, Gemeinschaftsverpflegung. Und ich würde gerne wissen, wie die Einschätzung des Ministers ist zur Frage Gesundheits- und soziale Bedeutung von Ernährung. Wenn man das richtig hört, gehören ja ernährungsbedingte Erkrankungen mit über 30 Milliarden zu dem größten Batzen der Kosten in Krankenkassen und gleichzeitig ein großes soziales Problem, weil es ganz bestimmte Schichten trifft und zu einer der wichtigsten, leider wichtigsten Todesursachen führt. Was schließen Sie daraus für Ihre Aktivität, vielleicht auch zusammen mit dem Gesundheitsminister? Vielen Dank, dass Sie es ansprechen. Ich wünschte, da hätte ich jetzt mehr Zeit. Lassen Sie es mich in aller Kürze so sagen. 16 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich über die Gemeinschaftsverpflegung. 6 Millionen Kinder allein über Kitas und Mensen. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt muss es schaffen. Das ist nicht nur eine Frage der Gesundheit, das ist nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass alle in der Bundesrepublik Deutschland die Chance haben, sich vollwertig gesund zu ernähren, damit sie in Würde und gesund alt werden können. Genau darum geht es mit unserer Ernährungsstrategie, genau darum machen wir ein entsprechendes Konzept mit Modellregionen und genau darum wollen wir die Standards der DGE bis 2030 allgemein verbindlich machen. Ich frage jetzt mal die Kollegin Schierenbeck aus der SPD-Fraktion eine Nachfrage dazu. Oder weil Sie jetzt dran wären, wollen Sie Ihre ursprüngliche? Das lässt sich verbinden. Dann stellen Sie jetzt Ihre nächste Hauptfrage und dann öffne ich gleich wieder für weitere Nachfragen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, welch eine Überleitung, welch ein schönes Tableau über Gemeinschaftsverpflegung sprechen zu können, endlich. Ist der Modellregionenwettbewerb ja
freigeschaltet. Quasi jeder kann sich bewerben. Und wir freuen uns, dass wir auf diesem Wege dann eben auch als Bund die Möglichkeit haben, in den Ländern ein Beispiel, gutes Beispiel für gesunde Ernährung in Gemeinschaftsverpflegungen zu geben. Und denn es essen tatsächlich 17 Millionen Menschen jeden Tag in den Einrichtungen. Sie haben es schon angesprochen, das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass wir Kinder so früh wie möglich eben schon mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen. Wir wissen, dass sie sich besser entwickeln. Wir wissen, dass sie andere körperliche wie geistige bessere Kapazitäten haben und eben für Bildung viel leichter zugänglich sind. Also ich glaube, wir sind erst an der Spitze des Eisberges, was Ernährung wirklich bewirkt. Meine Frage an Sie ist, welche ernährungspolitischen Hebel betrachten Sie als besonders wirksam, um gesunde Ernährung sicherzustellen und Ernährungsarmut effektiv zu bekämpfen? Und welchen Beitrag leisten hier Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung? Wie können wir sie stärken und Blick auf künftige Krisen intelligenter gestalten? Danke. Demnächst bitte auf die Zeit gucken, Kollegin. Danke. Jetzt ist der Minister dran. Ich will erst mal auf ein Problem hinweisen. Die gestiegenen Energiekosten, aber auch vermehrt Homeoffice stellen ein Problem dar für die einen oder anderen in der Gemeinschaftsverpflegung. Ich wollte es nur schon mal einspeisen. Das ist ja auch eine gute Gelegenheit für den Minister, auf ein Problem hinzuweisen. Ich bin ganz stolz drauf, dass wir dieses Modellregion-Thema jetzt endlich ausrollen konnten. Danke auch ans Parlament, dass Sie das möglich machen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Bitte machen Sie da mit. Es geht darum, weil die Zeit gleich abläuft. Wenn Sie eine Karte einer deutschen Stadt nehmen und mal schauen, wo sind die Hartz-IV-Bezieher, wo sind die Kinder aus ärmeren Familien, dann schauen Sie mal, wo sind die Kinder mit den gesundheitlichen Problemen, wo sind die mit Adipositas, wo sind die mit Diabetes und mit Übergewicht. Dann werden Sie eine Korrelation sehen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, das abzustellen. Alle Kinder in Deutschland sind uns gleich viel wert. Sie dürfen eine Nachfrage stellen, wenn Sie möchten. 30 Sekunden. Ich beeile mich ganz schnell. Wann werden wir hier im Bundestag die Gemeinschaftsverpflegung verändern? Weil wir müssen ja mit gutem Beispiel vorangehen. Danke. Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Auch die Bundesbehörden müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben 20% bis 2030. Wir wollen das jetzt auch erhöhen auf 30% und auch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir diese Ziele gemeinsam erreichen. Aber Sie haben natürlich alle auch die Möglichkeit, in Ihren Wahlkreisen überall für das Thema zu werben. Gestatten Sie mir das, ich bin Landwirtschaftsminister, da kann ich nicht aus meiner Hut, gerne auch für Produkte unserer großartigen deutschen Landwirtschaft. Also das ist auch ein guter Hebel, für einen Apfel zu werben. Das ist auch ein guter Hebel, für Gemüse aus Deutschland zu werben. Das ist auch ein guter Hebel, für großartige Produkte aus der Bundesrepublik Deutschland zu werben. So, jetzt frage ich zu dieser Hauptfrage, die gestellt wurde. Gibt es dazu Nachfragen? Ich habe einen Kollegen gesehen zu diesem Thema aus der Fraktion der Grünen, der Herr Wagner und... Genau. Sehr geehrter Herr Minister, gesunde Ernährung ist für alle wichtig, das haben Sie gerade angesprochen. Das Ernährungsverhalten von Kindern prägt Kinder aber auch das ganze Leben lang. Und deswegen die Frage an Sie als Ernährungsminister auch. Was kann die Bundesregierung tun, um gerade das Ernährungsverhalten von Kindern also auch mit zu beeinflussen? Und wie kann auch die Ernährung für Kinder dauerhaft gesund ausgestaltet werden? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Vielleicht nochmal die Zahl. 15% der Kinder und Jugendlichen bei uns sind übergewichtig. 6% Adipositas oder adipös. Das zeigt, dass wir da dringend Handlungsbedarf haben. Ein Instrument dafür ist die an Kinder gerichtete Werbung nach der WHO-Nährwerttabelle, die wir jetzt da umsetzen. Das habe ich als Entwurf hier eingebracht. Das wird jetzt abgestimmt im Kabinett. Auch da nutze ich die Gelegenheit. Ich habe eine herzliche Bitte an Sie. Ich weiß ja im Detail, gibt es viele Fragen, auch Kritik. Das ist ja in Ordnung, das darf man. Aber lassen Sie uns das Anliegen nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, dass wir da parteiübergreifend doch alle miteinander ein Interesse daran haben müssen, in einer Gesellschaft, wo wir wenige Kinder haben, dass die wenigen Kinder, die wir haben, dass die so sind, dass sie glücklich alt werden können, dass das großartige Sportler werden, dass die können gesund werden. Können wir jetzt alles nicht mehr Danke. Auflisten? Entschuldigung. Sorry, da geht der Gaul mit mir durch. Bitte. Jetzt ist der Kollege aus der CDU-CSU-Fraktion, Herr Auernhammer, dran. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundesminister, ich möchte noch kurz nachfragen. Wir wissen um die Ernährungsprobleme bei Kindern. Ich bin aber der Meinung, auch mit veganer oder mit rein biologischer Ernährung kann man Übergewicht bekommen.
Und welche Rolle spielt in Ihrer Ernährungsstrategie zum Beispiel das Thema Bewegung und sportliche Aktivität? Und in dem Zusammenhang, Sie haben jetzt vom Werbeverbot gesprochen, wenn dann handwerkliche Ernährungsbetriebe am Sportplatz keine Bandenwerbung mehr machen dürfen, wie spielt das dann zusammen? Also da sind wir im Gespräch. Vielen Dank für die Frage mit dem DFB, mit der Basketballliga. Ich rede mit denen allen. Natürlich haben wir ein Interesse daran, dass die auch künftig werben können. Deshalb wissen Sie ja auch, dass wir die Übergangsfristen so gemacht haben, dass die Europameisterschaft sicher ist, also keine Gefahr. Und im Detail schauen wir uns das an. Das ist wesentlich entspannter, als es aussieht, weil viele ja auch für Produkte werben, die eben gar nicht unterworfen sind dieser Werbung. Und was die andere Frage angeht, schauen Sie, es ist doch kein Oder, sondern ein Und. Natürlich muss ich mich mehr bewegen, aber das ist doch kein Hinderungsgrund, gleichzeitig mich gesünder zu ernähren. Wir brauchen beides. Und bevor jetzt der Einwand kommt, in der Schule muss es behandelt werden, die Eltern. Alles das brauchen wir zusammen. Nichts davon ist ein Widerspruch. Gibt es noch eine Nachfrage dazu? Jetzt zu dem Thema. Dann, so schnell war ich mit dem Namen nicht, die Kollegin aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Genau, Anne-Monika Spalek. Ernährung ist ja einmal wichtig für das Thema Gesundheit. Da haben wir die Ernährungsstrategie aufgesetzt und den Modellregionenwettbewerb, der ist gestartet. Aber das Thema Ernährung gucken wir auch von der Seite der Erzeugung an. Das heißt also, die regionale Wertschöpfung, die regionalen Wertschöpfungsketten sollen gestärkt werden. Wie wichtig ist das für die bäuerliche Landwirtschaft? Danke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir darüber eben auch Kreisläufe stärken können. Lassen Sie mich auch da nochmal sagen, ich war jetzt neulich in einem Dorf bei einem Bauer, der hat mir was gesagt, wo ich selber irgendwie kurz erschaudert bin. Nämlich er sagte, selbst im Dorf, ich dachte immer, in der Stadt ist es nur so, selbst im Dorf haben viele Leute keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft, zur Tierhaltung, weil sie das gar nicht mehr mitkriegen, weil es viele Dörfer gibt, wo es das gar nicht gibt. Und von daher ist es eine einmalige Chance. Wenn wir Kantinen in der Schule haben, eine Mensa, wo die Kinder vielleicht auch mitkochen dürfen mal, einen Bezug herkriegen zur Kulturtechnik des Kochens, wissen, wo kommen die Produkte her, gerne auch ein landwirtschaftliches Praktikum, damit die dann später als Erwachsene wissen, was sie einkaufen und wertschätzen, was sie einkaufen. Alle bitte auch noch mal auf die Zeit gucken und ich gehe weiter und die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Stefan Protschka. Danke, Frau Präsidentin. Herr Minister Özdemir, Sie selbst waren ja bis Januar 2022 Mitglied im Rat der umstrittenen Lobbyorganisation Agora Verkehrswende. Die Agora Verkehrswende gehört wie auch andere, zum Beispiel die Agora Energiewende und die Agora Agrar zur Smart Energy for Europe Plattform. Diese wird zum größten Teil von verschiedenen ausländischen Privatstiftungen finanziert, hinter denen wiederum internationale Großkonzerne wie zum Beispiel auch BlackRock stehen. Ihre Staatssekretärin Frau Silvia Bender ist derzeit Mitglied im Rat der Agora Agrar. Sehen Sie in dieser Mitgliedschaft keine Interessenkonflikte in Ihrem Haus und wie wollen Sie mögliche Einflussnahme eben durch diese Plattform oder durch Agora oder andere internationale Lobbyorganisationen verhindern? Dankeschön. Vielleicht können Sie an Ihrer Nachfrage auch gleich meine Frage beantworten, worin denn die Einflussnahme bestehen sollte. Ich meine, das ist doch der Zweck von Organisationen, wo Leute drin sitzen aus der Landwirtschaft, aus der Wissenschaft, so eine Art ZKL neu quasi und aus dem Naturschutz, damit man dort gemeinsam Konzepte diskutiert. Also das müssten Sie mir schon mal erklären, was daran verwerflich sein sollte. Ich saß in der Verkehrswende drin, da saßen Leute von der Automobilindustrie, da saßen Leute aus der Wirtschaft, da saßen Leute aus der Umweltseite, aus dem Verkehrsbereich und die haben gemeinsam Konzepte diskutiert. Das ist doch wunderbar, darüber sollten Sie sich freuen, wenn Leute sich engagieren, versuchen Kompromisse zu finden. Vom Streit, von der Polarisierung haben wir genug. Was wir brauchen, sind Brückenbauer. Ich bin um jeden dankbar. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Danke, Frau Präsidentin, Herr Stimme. Also wenn Sie ja damit kein Problem haben und wenn Sie das Ganze ja so toll finden, dass sich Ihre Frau Bender, Staatssekretärin, einsetzt in der Agora Agrar, dann ist es ja mit Sicherheit Ihrem Haus oder auch Ihnen ein Anliegen und auch kein Problem, dass man eventuelle Geldflüsse offenlegt und auch transparent macht, auch in Zukunft, wo es irgendwelche Lobbyorganisationen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fließen würden. Es gibt keine Geldflüsse an die Agora.
Sie haben ja vorher selber Argumente genannt, dass sie die nach Ihrer Darstellung gar nicht auch brauchen würde. Und jetzt sage ich mal, es gibt die Agora Energie, es gibt die Agora Landwirtschaft, es gibt die ZKL, die habe ich ja wieder aufgelegt, es gibt die Borchert-Kommission. Ich habe einen Kreis mit der Umweltministerin von Praktikern aus der Landwirtschaft, die uns beraten. Ich habe wissenschaftliche Beiräte, ganz, ganz viele. Und ich bin froh und dankbar um alle, weil die unsere Arbeit besser machen. Aber eins ist auch klar. Entschieden bei uns im Haus wird bei uns im Haus, nirgendwo sonst. Wir hören zu, wir gucken, ob das, was wir vorhaben, passt zu dem, was draußen stattfindet. Wir entscheiden und Sie als Gesetzgeber, niemand sonst beschließt hier, der Deutsche Bundestag. Ich sehe dazu keine Nachfragen. Dann gehe ich über zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Nina Stahr stellt ihre Frage. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin Paus. Eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung ist entscheidend, um später im Leben gut durchstarten zu können, teilhaben zu können, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Sie haben bereits erwähnt, Sie haben das als Familienministerin durchgesetzt, dass der Bund in den nächsten 2 Jahren 4 Milliarden Euro an die Länder geben wird über das Kita-Qualitätsgesetz. Und ich finde das großartig und möchte dafür auch noch mal herzlich danken für dieses große Engagement des Familienministeriums. Das ist wirklich gut und wichtig, dass die Länder dieses Geld bekommen und dann eben auch überwiegend in Qualität in den Kitas investieren sollen. Und meine Frage dazu ist nun, wie ist der Stand bei den Unterzeichnungen der Verträge mit den Ländern beim Kita-Qualitätsgesetz? Ganz, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ja, es stimmt, es war nicht einfach. Tatsächlich war ursprünglich das Geld nicht vorhanden, aber es ist ja so wichtig, dass wir eben bei der Kita auch sicherstellen, dass es eben nicht nur um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, sondern dass die Kita eben bundesweit weiterentwickelt wird zu der zentralen frühkindlichen Bildungsinstitution. Und deswegen haben wir uns als Fortschrittskoalition vereinbart miteinander, das Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg zu bringen und eben auch es weiterzuentwickeln zum Qualitätsentwicklungsgesetz. Und auch daran machen wir uns. Der erste Schritt ist getan. 4 Milliarden Euro sind gesichert. Das Gesetz ist zum 1.1. in Kraft getreten. Und derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an der Vereinbarung der Verträge. Und ich konnte auch schon mehrere Verträge unterzeichnen. Mit Bremen ist das bereits passiert. Wir haben auch mit Baden-Württemberg bereits die Vertragsunterzeichnungen gemacht. Und auch mit Thüringen war ich in der vergangenen Woche. Und wir werden es schaffen, dass bis zum Sommer tatsächlich alle Verträge unterzeichnet sind. Und sie alle entsprechen natürlich auch den Standards, die wir mit dem Kita-Qualitätsgesetz geleistet haben. Darüber hinaus ist es auch so, dass das Sprachförderprogramm, das Kita-Sprachprogramm, auch gesichert ist. 11 Länder werden es auch finanzieren aus den Mitteln des Kita-Qualitätsgesetzes. Weitere 5 Länder werden es in eigene Landesprogramme überführen, sodass es eine gute Zukunft gibt für die Kita und dass wir tatsächlich es schaffen, die frühkindliche Bildung in ganz Deutschland weiter zu verankern und zu verbessern. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank. Tatsächlich geht es ja es fängt bei der frühkindlichen Bildung an, es geht dann weiter über den Ganztag. Deswegen würde ich da meine Nachfrage noch mal gerne zustellen. Wie ist denn da der Stand bei der Finanzierung des Ausbaus der Infrastruktur für die Ganztagsbetreuung? Wie sieht da die Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarungen aus? Auch dort haben wir es geschafft. Die Verwaltungsvereinbarung ist unterzeichnet. Jetzt steht ja an, dass eben die Länder auch ihre Förderrichtlinien für die Kommunen festlegen. Da sind wir auch mittendrin in dem Prozess. Sehr, sehr viele Länder haben schon vorgelegt. 4 Länder sind dabei, das sozusagen jetzt abzuschließen. Teilweise muss es dort auch noch durch die Landtage. Aber auch da sind wir auf sehr, sehr gutem Wege, was allerdings ja auch dringend erforderlich ist, weil wir wollen ja das Recht auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule 2026/27 umsetzen. Von daher sind wir jetzt gut in der Zeit. Aber es ist jetzt auch wichtig, das Tempo zu halten, damit es auch wirklich gewährleistet sein kann, dass zum Schuljahr 2026/27 die erste Klasse dann auch eine Sicherheit hat für den Ganztag in Deutschland. Vielen Dank und einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Und die nächste Fragestellerin zum Thema frühkindliche Bildung der Kita ist die Kollegin Nicole Bauer von FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Frau Ministerin. Wir wissen ja, Kinderbetreuung ist maßgeblich dafür, dass Frauen ihrer Berufstätigkeit nachgehen können und das auch im ganzen Bundesgebiet. Mich würde es interessieren, der Bund stellt ja verschiedene Fördermittel zur Verfügung zur Kinderbetreuung im Hinblick auf Ganztagesbetreuung, aber auch im Hinblick von Kindertagesstätten. Nun ist es so, dass gerade mein Bundesland, aus dem ich komme, hierbei durchaus noch Bedarf hat. Und mich würde interessieren, inwiefern ruft Bayern aktuell die bestehenden Mittel, die Ihr Haus zur Verfügung stellt, auch in dem Maße ab? Also auch Bayern ist im Zeitplan, was das Kita-Qualitätsgesetz angeht. Auch dort sind wir mit den Vertragsverhandlungen sehr, sehr weit. Im Sommer werden wir das abschließen. Und in der Tat ist es aber beim Thema Ganztag nicht ganz so einfach. Wir hatten in der vergangenen Woche die Jugend- und Familienministerkonferenz. Und dort hat Bayern einen Antrag eingebracht, dass sie sich momentan noch nicht vollständig imstande sehen, das Thema Ganztagsbetreuung umzusetzen für die Jahre 26, 27. Sie haben einen Antrag gestellt, dass wir doch uns ein bisschen mehr Zeit einräumen. Ich kann das grundsätzlich verstehen, Verwaltung, das ist immer alles schwierig, aber ich glaube, die Eltern in diesem Lande können eben nicht warten und warten eben dringend darauf, dass wir den Ganztag tatsächlich auch durchsetzen, dass der Rechtsanspruch zum Schuljahr 26, 27 kommt. Und deswegen appelliere ich auch noch von dieser Stelle aus an alle Länder und Kommunen, wir sollten das gemeinsam schaffen für die Eltern in diesem Land. Vielen Dank. Dann die nächste Nachfrage ist von Frau Rostert. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, ich möchte gerne eine Frage stellen zum Thema frühkindliche Bildung. Der Fachkräftebedarf in dem Bereich ist ja enorm. Die Situation in den Kitas ist verheerend überall, bei mir in Baden-Württemberg auch sehr schwierig, ob in Stuttgart, Böblingen, Tübingen. Und das ist natürlich eine Gemeinschaftsaufgabe, wie wir hier für mehr Fachkräfte sorgen wollen. Aber wie möchten Sie konkret die Länder unterstützen, um mehr Fachkräfte gerade in der frühkindlichen Bildung zu gewinnen? Auch das Thema war das zentrale Thema auf der letzten Jugend- und Familienministerkonferenz, weil in der Tat im ganzen Land händeringend Erzieherinnen und Erzieher gesucht werden. Übrigens auch nicht nur für den Bereich der frühkindlichen Bildung, sondern natürlich auch für die Schulen, aber natürlich auch für die offene Jugendhilfe. Insgesamt brauchen wir dort mehr. Allerdings sollten wir, wenn wir mal zurückschauen, dann stellen wir auch fest, wir haben einiges geschafft. Wir haben inzwischen über 850.000 Erzieherinnen und Erzieher im Land. Das ist de facto so viel wie in der Automobilindustrie. Ich glaube, es sind sogar ein paar mehr. Und wenn wir das mal uns anschauen, was wir geschafft haben, dann glaube ich, macht das auch die entsprechende Zuversicht, dass wir es auch für die Zukunft schaffen. Aber wir müssen jetzt tätig werden. Deswegen arbeite ich zusammen mit den Ländern an einer Fachkräftestrategie. Der Bund ist bereits in Vorleistung gegangen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ab dem 1.7. gibt es die dreijährige Umschulung, finanziert von der Bundesarbeitsagentur. Weitere Dinge machen wir. Vielen Dank. Der nächste Fragesteller ist Ralf Edelhäuser. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, wir haben ja den Fachkräftemangel gerade angesprochen. Wie sieht es denn aus? Kann man nicht auch die Tagespflege hier mit einbinden? Weil das wäre auch eine Möglichkeit, um diesen Ganztagesanspruch, der mehr oder weniger schwer zu lösen und zu erreichen sein wird, von den jeweiligen Bundesländern mit einbinden. Wäre das eine Möglichkeit? Selbstverständlich. Die Tagespflege ist ja auch bereits einbezogen. Wir haben sie übrigens extra auch im Kita-Qualitätsgesetz entsprechend verankert, weil auch die Tagespflege ist eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung in Deutschland. Danke. Vielen Dank. Der nächste Fragesteller ist Erik von Matlotki. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich bleibe beim Thema frühkindliche Bildung. Wir haben uns ja im Koalitionsvertrag vorgenommen, ein Bundesqualitätsentwicklungsgesetz zu schaffen mit erstmalig bundesweiten Standards. Und aus meiner Sicht wäre es wichtig, dass wir auch die Personalschlüssel, bundesweit Personalschlüssel in den Blick nehmen. Das heißt, was Urlaub angeht, Krankheitstage, aber auch Weiterbildung. Und meine Frage wäre, viele Erzieherinnen und Erzieher hoffen auf dieses Gesetz. Können Sie etwas sagen zum aktuellen Stand und zum Zeitplan aus Ihrer Sicht?
Ich finde es auch sehr wichtig, deswegen haben wir uns das ja zur Aufgabe genommen als Koalition, dass wir eben bundesweit zu sehr ähnlichen Qualitätsstandards kommen. Die sind derzeit in den Bundesländern historisch gewachsen noch sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es dazu eine Facharbeitsgruppe, die sehr intensiv arbeitet zwischen Bund und Ländern. Und die wird zum Ende des Jahres ihren Bericht vorlegen. Wir warten jetzt noch in der Sommerpause, wird es noch zusätzlich neue Zahlen zu Prognosewerten geben. Aber wir brauchen natürlich beides. Wir brauchen zum einen Verbesserung der Standards, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch das Personal, das dann auch diese Standards erfüllen kann. Und deswegen fahren wir jetzt gemeinsam. Das eine ist die tatsächliche Ausarbeitung der Fachkräftestrategie, wo wir über kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen nachdenken. Wir wollen zum Beispiel auch noch mal an die Ausbildung ran. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und die Qualitätsstandards wollen wir mit einem Bericht bis zum Ende des Jahres miteinander erörtern. Vielen Dank. Und der letzte Fragesteller, den ich jetzt zulasse in dieser Runde, ist Martin Reichert. Frau Ministerin, in der Frage der Fachkräfte. Wir erleben das überall in Deutschland. Also es gibt eine Fachkräfteoffensive jetzt zur Kindererziehung. Es gibt eine Fachkräfteoffensive für MINT-Berufe, eine Fachkräfteoffensive für Lehrer. Das Land, das Handwerk macht eine Fachkräfteoffensive. Ist es nicht endlich an der Zeit, diesen planwirtschaftlichen Ansatz, dass man mit Menschen operiert, die es offensichtlich gar nicht gibt, wo sich die ganzen Fachkräfteoffensiven gegenseitig kannibalisieren und gegeneinander wirken müssen, zu beenden, indem man den Menschen einfach einmal klar sagt, es gibt in Deutschland nicht genug Fachkräfte, wir kriegen diese Fachkräfte auch aus dem Ausland nicht und wir müssen jetzt endlich zu einer familienfreundlichen Politik kommen, damit wir mittelfristig so viele Kinder haben, dass wir aus uns selbst heraus hier im Land genügend Fachkräfte auch wieder haben. Frau Ministerin. Sehr geehrte Abgeordnete, nein, wir bleiben nicht untätig, sondern wir sind tätig. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit auf den Weg gebracht, was hier im Bundestag demnächst abschließend beraten wird. Wir tun weitere Dinge für die Fachkräfte und insbesondere im Erzieherinnenbereich. Das ist ja der zentrale systemkritische Bereich. Wenn wir es eben hinbekommen, die Vereinbarkeit zu verbessern, indem eben entsprechend ausreichend Plätze da sind und Kinder gut betreut sind in der Kita und in der Schule, dann ermöglichen wir damit eben auch Eltern, in einer anderen Art und Weise auch der Arbeit nachgehen zu können. Und genau deswegen ist es da in dem Bereich gerade in der Win-Win-Situation. Und es gibt ein hohes Interesse daran, auch in diesem Bereich zu arbeiten. Aber die Rahmenbedingungen könnten noch besser sein. Und deswegen genau widmen wir uns dem mit Hochdruck. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Hauptfragesteller. Das ist für die Unionsfraktion und verbunden mit einem herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag. Viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen im Namen des gesamten Hauses an den Kollegen Dr. Hendrik Hoppenstedt. Ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich habe eine Frage an Frau Bundesministerin Paus. Frau Paus, wir haben in der letzten Woche einen auf EU-Ebene wichtigen Kompromiss, nämlich den GEAS-Kompromiss, zu verzeichnen gehabt. Ich will sagen, dass wir als Union das ausdrücklich begrüßen, weil wir glauben, das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Ordnung und Steuerung in der Migrationspolitik. Das bezieht sich explizit auch auf das Thema Grenzverfahren. Jetzt haben Sie das etwas anders beurteilt. Ich zitiere, dieser Kompromiss sei sehr problematisch. Und ich möchte gerne Folgendes von Ihnen wissen. Üblicherweise ist es ja so, dass die Bundesregierung, bevor sie im Rat auf EU-Ebene zustimmt, auch die Häuser beteiligt und die Möglichkeit besteht, dem zuzustimmen oder es abzulehnen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, waren Sie entsprechend beteiligt? Und wenn ja, wie haben Sie abgestimmt? Oder wie haben Sie sich positioniert? Herzlichen Dank für die Frage. Richtig ist, dass wir an den EU-Außengrenzen Zustände haben, die nicht erträglich sind. Und deswegen hat sich die Bundesregierung dafür eingesetzt, Verhandlungen zu führen zur Verbesserung der Situation. In dem Zusammenhang hat die Bundesregierung auch eine gemeinsame Position vereinbart, wo insbesondere auch das Thema Schutz von Kindern und Kindeswohl eine bedeutende Rolle gespielt hat. Entsprechend meiner Ressortzuständigkeit habe ich mich entsprechend eingebracht. Und leider ist jetzt nicht vollständig die Position der Bundesregierung Teil des Kompromisses geworden. Wir sind jetzt am Anfang des Trilogverfahrens.
Und weil das so ist, habe ich eben initiiert eine Protokollerklärung, die die Bundesregierung gemeinsam übrigens mit weiteren Ländern abgegeben hat, dass wir mit dem gefundenen Kompromiss in Bezug auf das Kindeswohl noch nicht zufrieden sind, sondern dass es wichtig ist, dass wir im Zuge der Verhandlungen daran weiterarbeiten. Ich finde es in der Tat nicht erträglich, dass Kinder in haftähnlichen Situationen dann grundsätzlich verbleiben können. Deswegen teile ich gemeinsam mit der Bundesinnenministerin die Position, dass Kinder und Familien raus sollten aus dem Grenzverfahren, weil die Situation in den entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen sehr selten so sind, dass all das, was die UN-Kinderrechtskonvention grundlegend vorsieht, nämlich der Gesundheitsschutz, insgesamt der Schutz, das Thema Bildung und all diese Punkte zu berücksichtigen. Deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn das auch rausgenommen würde, pauschal Familien aus dem Grenzverfahren. Herr Hoppenstedt, Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage. Frau Bundesministerin, jeder weiß in diesem Haus, dass eine Protokollerklärung nichts weiter ist als weiße Salbe. Und ich fasse jetzt mal zusammen, Sie haben diesem Kompromiss als Bundesministerin zugestimmt. Jetzt haben Ihre Fraktionskollegen diese Zustimmung durchaus auch mit Reaktionen behaftet. Wir haben hier einmal die heute auch anwesende Kollegin Dröge, die immerhin Fraktionsvorsitzende ist. Die schreibt, der GS-Reform hätte Deutschland im Rat heute aber nicht zustimmen sollen. Wir haben den Kollegen Palke aus Ihrer Fraktion. Heute ist vielleicht der bitterste Tag meines politischen Lebens. Wir haben den Kollegen Lux, der sagt, dass dieser Kompromiss untragbar sei. Die Kollegin Polat sagt, das ist eine Gefährdung von der Wertegemeinschaft in Europa. Was sagen Sie, Frau Ministerin, diesen Kritikern in Ihrer eigenen Fraktion? Der Beschluss der Innenministerkonferenz ist gefallen. Wir befinden uns jetzt im Trilogverfahren und wir als Bundesregierung, und das haben Sie eben auch durch entsprechende Äußerungen der Bundesinnenministerin wahrgenommen, arbeiten weiter daran, dass wir insbesondere die Situation der Kinder verbessern, indem eben Kinder und Jugendliche rauskommen aus dem entsprechenden Verfahren, auch entsprechend die erweiterten Familien. Und eine Nachfrage zu dem Thema von Martin Reichert. Sie sprachen ja von Kindern. Und wir haben in der Vergangenheit ja erlebt, dass gerade in dieser Frage die Altersfeststellung immer wieder ein großes Problem gewesen ist. Plant die Bundesregierung vor diesem Hintergrund solide und veritable Maßnahmen zur Feststellung des Alters? Nicht, dass hier wieder Kinder, die in Wahrheit gar keine Kinder mehr sind, sondern schon weit in die 20 hier nach Deutschland kommen und dann hier eben in die entsprechenden Schutzmaßnahmen eindringen können. Frau Ministerin? Ich glaube, auch gerade der AfD-Fraktion werden die Beschlüsse der Innenministerkonferenz, also des Rats, Entschuldigung, des Innenministerrats bekannt sein. Und entsprechend wird das in dem Zusammenhang, ist das in dem Zusammenhang zu sehen. Die Bundesregierung plant dazu derzeit meines Wissens keine weiteren Maßnahmen. Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Nachfrage. Dann kommen wir zu der nächsten Hauptfrage des Kollegen Martin Gassner-Herz, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin Paus, Sie sind ja auch Ehrenamtsministerin und wissen daher um die Kraft, die es hat, wenn Kinder in Gemeinschaft zu starken, selbstbestimmten Persönlichkeiten heranwachsen können und dabei unterstützt werden durch viele Menschen, die im Verein aktiv sind. Dabei entsteht gerade für die Kinder, die aus unterprivilegierten Familien kommen, wertvolle Chancen, die eigentlich unbezahlbar sind. Sie sind dennoch der Ansicht, dass die bisherigen Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben im Zuge der Kindergrundsicherung lieber in eine geringfügige Erhöhung der Regelsätze eingesetzt werden soll, anstatt in ein Kinderchancenportal daraus zu schaffen. Und dieses Versprechen, wenn du Fußball spielen willst oder im Musikverein dabei sein willst, dann kümmern wir uns drum und das geht. Ich glaube, das ist viel mehr wert als diese geringe Regelsatzerhöhung. Und ich möchte wissen, wie begründen Sie Ihren Schluss, dass die geringe Regelsatzerhöhung wirksamer ist als ein Kinderchancenportal? Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das Problem ist ja, dass derzeit Sie über die gleiche Summe reden. Wir reden in beiden Fällen derzeit über 15 Euro. Und derzeit ist es so, dass man diese 15 Euro pro Monat zusätzlich beantragen muss. Mit
sehr viel Bürokratieverlusten und was auch dazu führt, dass nach Schätzungen nur 15-20% derer, die Anspruch haben, das dann auch tatsächlich abrufen und dass eben 80% diese 15 € pro Monat eben nicht bekommen. Und mit 15 € im Monat kann ich auch nicht vollständig gut beim Sportverein oder an anderen Aktivitäten teilnehmen, weil es geht ja nicht nur darum, den Vereinsbeitrag zu bezahlen, sondern es geht ja auch darum, dass ich dann auch noch Sportkleidung brauche, all diese Dinge. So, und deswegen möchte ich da tatsächlich einen zentralen Beitrag zur Entbürokratisierung leisten und diese 15 € den Kindern und Jugendlichen direkt zur Verfügung stellen. Ansonsten ist es natürlich wichtig, und das wird auch weiterhin beibehalten werden mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, dass die Kommunen zusätzlich unterstützen, dass bei Klassenfahrten all dienen, dass das unbürokratisch geht. Und das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut miteinander vereinbaren. Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage. Sehr gerne. Zu Recht stellen Sie fest, dass 15 € ein überschaubarer Betrag sind. Deshalb ist mein Ansinnen, dass man es so effizient wie möglich einsetzt. Und deshalb würde ich Sie gerne fragen, teilen Sie die Ansicht, dass man über den Hebel Ehrenamt eben viel mehr erreichen kann, als man woanders für die 15 € kaufen kann? Also ich würde sagen, 15 € sind 15 €. Und ich würde sagen, dass das Ehrenamt in der Tat eine tragende Säule auch unserer Gesellschaft ist. Über 29 Millionen Menschen in Deutschland sind im Ehrenamt tätig. Und ich möchte gerne, dass es eben wenig bürokratische Hürden gibt, gerade für Kinder aus armen Familien auch in entsprechenden Sportvereinen tätig zu sein. Und deswegen, glaube ich, ist eine zentrale Stärkung, wenn wir eben diese unnötigen Hürden da abschaffen und eben dieses Geld direkt zur Verfügung stellen, ansonsten den Sport vor Ort entsprechend stärken und die Kommunen. Vielen Dank. Dann habe ich bereits drei Nachfragen. Die erste von Herrn Brandner. Dankeschön. Der Kollege hat die Ehrenamtsministerin angesprochen. Da denke ich gleich daran, was ist kein Ehrenamt? Das Ministeramt ist kein Ehrenamt. Deshalb meine Frage dazu. Es spugen durch die Gazetten eine Änderung, eine beabsichtigte Änderung des Bundesministergesetzes, dass Bundesminister 3.000 € Inflationsausgleichsprämie erhalten sollen. Was ist da dran? Sie wissen, dass es Tarifabschlüsse gegeben hat zwischen dem Bund, den Kommunen und und Verdi. Und im Rahmen dessen gibt es entsprechende Anpassungen. Und die betreffen natürlich alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bund und in den Kommunen. Ich bitte, dass wir bei unserer verabredeten Methode bleiben, dass wir faktisch immer zum Thema zu einem Hauptthema Nachfragen stellen. Und Herr Brandner, Sie stehen ja auch auf der als nächster Hauptfragesteller auf der Liste. Ich würde dann den übernächsten nehmen, weil das werte ich jetzt mal als eine Hauptfrage. Es ist, Herr Brandner, ich glaube, wir verstehen uns in der Frage. Der nächste Nachfragen ist Herr Teutrine. Nein, das haben Sie nicht, weil Sie keine Nachfrage gestellt haben, sondern weil Sie eine Hauptfrage gestellt haben, jetzt aber keine Zeit für eine Hauptfrage ist. Nein, jetzt sind wir beim Thema Ehrenamt in Bezug auf die Kindergrundsicherung. Und Herr Teutrine hat jetzt die nächste Nachfrage an die Ministerin. Ja. Sehr geehrte Frau Ministerin, uns eint das Anliegen, mehr gegen Kinderarmut zu machen. Aber stellt sich trotzdem die Frage, was ist auch der richtige Weg, was sind die richtigen Mittel? Wir setzen uns besonders dafür ein, die Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten für Kinder in Armut zu stärken. Die andere Möglichkeit ist, die Geldleistungen immer weiter zu erhöhen. Das ist die Frage, die in den Raum steht. Welchen Beitrag leistet die Kindergrundsicherung aus Ihrer Sicht, die Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten zu stärken, ohne die Geldleistungen an die Eltern zu erhöhen? Sehr geehrter Abgeordneter, gerade weil mir die Teilhabe und die Bildung so wichtig ist, möchte ich die unnötigen Hürden, die wir derzeit haben und die dazu führen, dass nur 20% derer, die den Anspruch haben, tatsächlich das auch nutzen können für Bildungs- und Teilhabe, die möchte ich eben tatsächlich endlich abschaffen. Und darüber hinaus ist es eben wichtig zu wissen, dass eben derzeit dass das Bildungs- und Teilhabepaket auch deswegen nicht in Anspruch genommen wird, nicht nur weil es so bürokratisch ist, sondern weil es eben derzeit nach wie vor mit Stigmatisierung verbunden ist, mit all diesen negativen Dingen. Und genau das ist etwas, was eben Kinder ausgrenzt. Wenn man eben von Anfang an die Erfahrung macht, ich habe nichts, denken Sie bitte an die Zeit. Also kann ich auch nichts,
dann ist eine entsprechende Biografie vorgezeichnet. Und genau das wollen wir umdrehen mit der Kindergrundsicherung. Dazu braucht es auch eine materielle sichere Unterstützung. Das genau macht die Kindergrundsicherung. Vielen Dank. Die nächste Nachfragestellerin ist Silvia Preher. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, Sie haben gerade gesagt, die 15 Euro müssten beantragt werden. Wo muss das denn beantragt werden? Von wem, wenn er die in Anspruch nehmen möchte? Und dann haben Sie gesagt, 20-25% nehmen das in Anspruch. Es wären Schätzungen. Auf welcher Schätzung berufen Sie sich an der Stelle und für welchen Betrag? Also fürs BUT, für welchen Teil des BUT oder für den Kinderzuschlag? Und auf welchen Zahlen, aus welchem Jahr? Ich rede von den 15 Euro, die einzeln zu beantragen sind, als pauschale Leistung individuell. So, und wie das genau gemacht wird, in der Tat, das ist eben deutschlandweit sehr unterschiedlich, weil es eben von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist. Es sind 402, glaube ich, Gebietskörperschaften, die das jeweils unterschiedlich regeln. Deswegen in der Tat kann ich Ihnen jetzt zumindest auch nicht in den verbleibenden 9 Sekunden sagen, wie es genau die 402 Gemeinden tun. So, auch das macht deutlich, es ist sehr unterschiedlich, es kommt bei den Kindern und Jugendlichen nicht an und deswegen sollten wir es dringend ändern. Und die nächste Nachfrage hat Nina Starr. Ja, Frau Ministerin, mal abgesehen von der Menge der Geldleistung 15 Euro, wenn der Fußballverein schon 25 kostet, die Musikschule ganz zu schweigen. Aber abgesehen davon würde ich Sie gerne fragen, glauben Sie, es macht einen Unterschied? Wenn das eine Kind nach Hause kommt, sagt Mama, Papa, ich möchte in einen Fußballverein, die sagen, ja, wo ist der Anmeldezettel, die füllen das aus. Und das andere Kind kommt nach Hause und sagt, Mama, Papa, ich möchte in einen Fußballverein. Und die Eltern sagen, ja, da müssen wir jetzt erstmal auf ein Portal gehen. Dann ist allen klar, du hast dafür quasi einen Gutschein bekommen. Was macht das mit dem Kind? Macht das einen Unterschied oder macht es keinen? Und glauben Sie, dass die Eigenverantwortung bei den Familien, für die unser Koalitionspartner ja sonst auch so sehr steht, wir ihnen hier auch zutrauen können? Frau Abgeordnete, ich teile Ihre Meinung. Vielen Dank. Dann ist die nächste Nachfragestellerin, Annette Wittmann-Mautz. Nein, keine Nachfrage. Okay, dann Heidi Reichenecke. Jetzt aber. Vielen Dank, Frau Ministerin. Auch ich habe natürlich genauso wie Sie und wir alle hier größten Respekt vor dem Ehrenamt. Aber ich denke, das Ehrenamt kann nicht ausgleichen, dass wir in diesem Land leben, in dem jedes fünfte Kind in Armut lebt. Und das ist nicht möglich. Deswegen finde ich Ihren Ansatz, dass wir eine armutsfeste Kindergrundsicherung brauchen, sehr richtig und wichtig. Und ich möchte einfach nachfragen, habe ich Sie richtig verstanden, dass eine Kindergrundsicherung, so wie Sie sich die wünschen und für die Sie auch kämpfen, mehr Leistungen liefern muss als das, was wir bisher an Kindergeld und Kinderzuschlag haben? Denn Sie haben ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, dass das in der jetzigen Form nicht ausreicht, auch nicht, wenn wir diese 15 Euro dazu rechnen, denn 15 Euro sind 15 Euro und das ist wirklich ein Witz. Vielen Dank. Ja, was wir machen mit der Kindergrundsicherung ist, wir ersetzen die derzeitigen unterschiedlichen Leistungen, wo es eben beim Bildungs- und Teilhabepaket Bezug auf die 15 Euro so ist, dass schätzungsweise nur 20-25% abgerufen werden und beim Kinderzuschlag auch maximal 30-35% abgerufen werden, dass das nicht mehr stattfindet, sondern dass eben das Geld, worauf die Familien Anspruch haben, auch tatsächlich bei den Familien ankommt. Und das schaffen wir, indem wir eben diese verschiedenen Leistungen, die bei verschiedenen Stellen zu beantragen sind, zusammenführen und ersetzen durch eine Leistung, die an einer Stelle zu beantragen ist. Und dort wird man auch darüber informiert, dass man einen Anspruch auf die entsprechende Leistung hat, dass wir eben wegkommen von der Hohlschuld der Bürger, überall durchzusteigen, wie kompliziert wir das hier alles machen, hin zur Bringschuld des Staates. Genau das ist das, was wir machen. Und das bedeutet natürlich, es wird besser, sowohl finanziell als auch vom Service her. Vielen Dank. Und die letzte Nachfrage ist von René Springer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, ich zitiere mal aus einer Antwort der Bundesregierung, die ich gerade bekommen habe, also Ende letzter Woche. Demnach beziehen 48,5% aller ausländischen Kinder in Deutschland Sozialleistungen, und zwar Hartz IV oder jetzt heißt es ja Bürgergeld. Jetzt höre ich als Antwort auf die Frage von Herrn Teutrine, die sich auf die Grundsicherung, die Kindergrundsicherung bezog, dass es ihr Ziel ist, die Hürden abzuschaffen, damit es noch mehr Menschen möglich ist, Sozialleistungen zu beziehen. Meine Frage wäre, ob es nicht zielführender wäre, die Zuwanderung in die Sozialsysteme zu stoppen und nicht noch dadurch zu befeuern, dass die Hürden für den Zugang zu Sozialleistungen abgesenkt werden oder sogar abgeschafft werden, wie Sie es ja gerade gefordert haben. Dankeschön.
Mein Ziel ist es, dass der Anspruch, den die Familien haben, an finanzieller Zuwendung aufgrund des Grundgesetzes, was wir haben, was nochmal deutlich macht, dass eben in Deutschland man leben können muss über dem Existenzminimum, dass das Existenzminimum gewährleistet ist, dass das tatsächlich auch endlich Realität wird in Deutschland. Und deswegen möchte ich eben all das, was abgerechnet wird, was derzeit den Familien vorenthalten wird, das möchte ich ändern. Ich möchte, dass eben tatsächlich die Familien das Geld bekommen, was ihnen zusteht und dass wir auch insgesamt nochmal dazu kommen, das soziokulturelle Existenzminimum anzupassen. So. Und darüber hinaus verstehe ich Ihr Menschenbild nicht und möchte noch mal darauf hinweisen, dass eben gerade unter den Familien, die derzeit vom Bürgergeld abhängig sind, zum Beispiel es auch sehr, sehr viele Alleinerziehende gibt, die darauf angewiesen sind und die derzeit aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen zusätzlich stigmatisiert werden, was wir alle miteinander nicht brauchen. Ich glaube, wir brauchen insgesamt mehr Unterstützung für Familien in diesem Land und das leitet die Kindergrundsicherung. Vielen Dank. Und der nächste Hauptfragesteller ist für die AfD-Fraktion Peter Felser. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Özdemir, an Sie die Frage nicht als Ernährungs- oder Landwirtschaftsminister, sondern im Bereich Forst und Holz. Seit Jahrtausenden heizen wir hier in Deutschland mit Holz. Wir haben die nachwachsende Energiequelle direkt vor Ort in der Region. Sie kommen aus Bad Urach, ich bin nebendran im Allgäu. Hier leben die Menschen davon, auch weiterhin ihre Kaminfeuerungen mit Holz heizen zu dürfen. Wir haben jetzt das neue Heizungsgesetz. Und ist es für Sie nicht eine Enteignung der Waldbesitzer, der Kleinwaldbesitzer vor allem, ich rede von denen, die 2, 3, 4 Hektar haben und dieses Holz mit Handarbeit gespalten haben, getrocknet haben und verkauft haben, wenn das nicht weiterhin verheizt werden darf? Sie haben doch sicher mitbekommen, Herr Abgeordneter, den Kompromiss, den die Koalition gefasst hat. Wo ist da bitte schön die Einschränkung? Das geht nach wie vor, ob es Holzpellets sind, ob das Heizen mit Holz ist. Das ist nach wie vor möglich und im Übrigen, Sie haben recht, ich bin der oberste Waldminister. Als dieser bin ich natürlich auch ein großer Anhänger der Kaskadennutzung, dass wir es immer erst mal so nutzen, dass der darin gespeicherte Kohlenstoff möglichst lange darin gespeichert bleibt. Deshalb ist Holz übrigens auch ein ganz großartiger Baustoff, wo wir noch deutlich mehr machen müssen. Auch da, meine Kollegin, die Bundesbauministerin und ich arbeiten da sehr eng zusammen, dass wir das fördern. Da geht noch viel, viel mehr wie in der Vergangenheit. Also das Holz ist uns nah am Herzen, seien Sie sich da versichert. Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Naja, ist es Ihnen wirklich ganz so nah am Herzen? Sie sagen, es darf weiterhin genutzt werden, aber Sie wissen doch selber, mit welchen enormen Einschränkungen. Ich brauche dazu eine Wärmepumpe, ich brauche dazu andere Heizungsarten, um überhaupt noch weiterhin Holz nutzen zu dürfen. Nochmal die Frage, wie unterstützen Sie die Kleinwaldbesitzer, damit das weiterhin genutzt werden kann? Also wie gesagt, schauen Sie sich an, was die Koalition ausverhandelt hat. Da werden Sie diese Einschränkungen nicht finden. Und ansonsten unterstützen wir den Waldumbau mit sehr viel Geld, weil wir wissen, dass es wichtig ist, dass wir auch in Zukunft Wälder in Deutschland haben. Die Monokulturen sind besonders anfällig für die Probleme der Klimakrise. Darum fördern wir mit gut angelegtem Geld Mischwälder. Und lassen Sie mich die Gelegenheit auch noch mal sagen, wenn Sie mit Förstern heute reden und Leute, die mit dem Wald zu tun haben, da sehen Sie in die Gesichter von Leuten, die sich fragen, was wird da in 20, 30, 50 Jahren wachsen, weil das so schwierig ist. Also ich plädiere auch dafür, dass wir ein großes Herz haben für die Waldbesitzer. Die machen eine ganz wichtige Arbeit und diese Regierung unterstützt die. Und eine Nachfrage zu diesem Thema ist die Kollegin Mackensen-Geiß, SPD-Fraktion. Herr Minister Cem Özdemir, vielen Dank für Ihre deutlichen Worte, auch für die deutschen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Meine Frage geht in die Richtung, es wurde ja schon angesprochen, die Kaskadennutzung. Wie unterstützt die Bundesregierung konkret auch die Nutzung, die nachhaltige Nutzung des Waldes, des Holzes? Jetzt Stichwort Holzbauinitiative. Was sind da die nächsten Schritte? Was planen Sie und wie unterstützen wir dabei die Kaskadennutzung? Also neben dem, was ich gerade schon gesagt habe, mit Waldumbau, federführend auch meine Kollegin Lemke, geht es insbesondere bei der Bauinitiative darum, dass wir schauen, dass wir die Aktivitäten des Bauministeriums und unsere Aktivitäten stärker abstimmen. Ich mache es mal im praktischen Beispiel, damit es auch ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer greifbar ist. Wir haben festgestellt, als wir Minister wurden, dass es 2 Preise gibt aus beiden Häusern, die ziemlich identisch sind.
Und mit dem Irrsinn hören wir jetzt auf und machen das einfach zusammen, weil jeder von uns ist zu klein, um den notwendigen Hebel anzusetzen, den es braucht für das Thema, damit sich da im Mindset was ändert. Es geht darum, dass wir da von den Dämmstoffen angefangen, über die mehrgeschossige Bauweise, da geht so viel. Und wir können das ganz, ganz großartig voranbringen. Es ist ein großartiges Geschenk der Natur, was wir da nutzen können. Vielen Dank. Die nächste Nachfrage hat die Kollegin Schröder, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Minister Cem Özdemir, Sie sind gerade schon auf die Holzbaustrategie eingegangen und auch eben verstärkt mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen. Wir haben natürlich die Situation, dass wir eine Endlichkeit von Baumaterialien haben. Und da wollte ich noch einmal mich erkundigen, was Ihr Haus denn zum Beispiel mit der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe in diesem Bereich aktuell tut. Das passt jetzt wirklich zufällig, weil ich da, ich glaube, vor 2 Tagen war ich dort und habe mir die großartige Arbeit angeschaut. Die sitzen in Mecklenburg-Vorpommern und machen wirklich einen tollen Job, weil sie eben genau sich anschauen, was sind nachhaltige Stoffe, wie kann man die fördern. Da geht es beispielsweise, ich kann Sie nur ermutigen, falls Sie noch nicht dort waren, schauen Sie es mal an. Das Gebäude selber ist ein tolles Beispiel für Holzbauweise, aber auch innen drin mit Naturstoffen wie Lehm beispielsweise, die sich hervorragend eignen. In Verbindung mit der Nutzung von erneuerbaren Energien. Da ist, glaube ich, wirklich noch sehr viel machbar. Und wir fördern das ganz massiv. Das ist ja eine nachgeordnete Behörde auch aus unserem Haus. Und die Arbeit fließt in die Arbeit dieser Bundesregierung ein. Vielen Dank. Dann habe ich den nächsten Nachfragesteller, ist Herr Protschka. Danke, Frau Präsidentin. Herr Minister, wir haben bei der Holzbaustrategie. Bei mir im Wahlkreis ist eine Ziegelei mit 475 Mitarbeitern, die aktuell Kurzarbeit beantragt hätte, bekommt sie aber aktuell nicht. Jetzt sind die Mitarbeiter in Zwangsurlaub, also sie wurden nach Hause geschickt, da ja die Baubranche aktuell sowieso etwas hinkt. Was erklären Sie einer Ziegelei, wenn Sie dann jetzt noch die Holzbaustrategie voranbringen wollen und Ziegeleien somit in den Hintergrund geraten? Dass wir alles dafür tun, dass die Energiepreise stabil bleiben und nach Möglichkeit sinken. Deshalb ist der leider in der Vergangenheit versäumte Ausbau von erneuerbaren Energien, aber auch das Thema Netzausbau, Speicher etc. so entscheidend. Das packen wir jetzt ja an mit der Habeck-Geschwindigkeit, 10 Monate für ein LNG-Terminal. Das machen wir jetzt künftig beim Ausbau von Windenergie. Sie wissen vielleicht, dass ein Windrad in Deutschland im Schnitt Pi mal Daumen 7 Jahre dauert. Wir sind jetzt gerade schon bei der Hälfte. Also es ist wirklich ein sensationeller Erfolg. Aber da geht noch mehr. Wir müssen dringend dieses Land entbürokratisieren, entschlacken, die Fesseln abwerfen, damit wir schnell vorankommen. Wir sind die 4. Volkswirtschaft der Welt und da draußen ist harte Konkurrenz und die schläft nicht. Ich sehe keine weitere Nachfrage zu diesem Thema. Dann fahren wir fort mit der nächsten Hauptfragestellerin und das ist für die Unionsfraktion Dorothee Bär. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement, wie ich finde, dankenswerterweise noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig es Ihnen ist, dass Frauen in Deutschland keiner Gewalt ausgesetzt sind. Sie haben das Hilfetelefon angesprochen und ich frage mich, gilt diese Feststellung keine Gewalt gegen Frauen für alle Frauen in unserem Land? Vor dem Hintergrund, dass wir das Bordell Europas sind, der Hotspot für Menschenhandel, für Prostitution, was tun Sie in Ihrem Haus, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass es keine Prostitution mehr in Deutschland gibt, dass die Frauen geschützt werden und nicht jeden Tag auch in der Gewaltschutzambulanz der Charité beispielsweise aufschlagen? Frau Ministerin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, da Sie ja Teil der vergangenen Bundesregierung gewesen sind, als entsprechende Staatsministerin, ist Ihnen ja bekannt, dass in der letzten Legislaturperiode vereinbart worden ist, im Zusammenhang mit der Novelle des Prostituiertenschutzgesetzes, dass in dieser Legislaturperiode eine Evaluation stattfindet. Genau die läuft gerade. Und wenn das Ergebnis vorliegt, dann werden wir uns genau darum auch noch mal kümmern. Frau Bär, Sie haben eine Nachfrage. Wie stehen Sie persönlich zum Verbot von Prostitution, egal ob man es nordisches Modell oder anders nimmt? Was ist Ihre persönliche Meinung? Muss Prostitution in Deutschland verboten werden?
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es eben komplex ist. Insgesamt ist das Thema Menschenhandel natürlich eins, was wir massiv bekämpfen. Deswegen ist mein Ministerium jetzt auch dabei, als federführendes Ministerium in der Bundesregierung eine Strategie gegen Menschenhandel nochmal zu machen. Sie wissen, es gibt verschiedenste Maßnahmen, beispielsweise auch die KOK macht eine sehr, sehr gute Arbeit im Zusammenhang mit Sensibilisierung auch von Polizei, von entsprechenden Sicherheitskräften, wenn eben Dinge passieren, entsprechende Schulungen zu machen. Wir können auch insgesamt dann noch besser werden. Ich selber war ja vorher als Finanzerin intensiv auch beteiligt an dem Thema Zoll und welche Möglichkeiten Zoll in diesem Bereich noch haben. All das machen wir. Aber zum Thema Prostituiertenschutz ist meine persönliche Auffassung, dass es eben nicht so einfach ist, dass einfach ein Verbot von Prostitution dazu führt, dass es keine Prostitution mehr gibt. Und eine Nachfrage der Kollegin Tresnea. Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich habe auch eine Nachfrage mit Blick auf den Gewalt gegen Frauen. Das hat eine sehr komplexe Breite und es gibt die eine Säule, aber es gibt auch Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich. Es gibt auch sexualisierte Gewalt. Sie haben sich auch darauf bezogen mit dem Rammstein-Skandal, dass es auch dort eine Relativierung von Gewalt gegen Frauen gibt. Studien zeigen das eben auch. Was tun Sie, um konkret hier auch präventiv zu wirken, um Frauen und Kinder zu schützen? Wir machen ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Wir sind gerade dabei, eine präventive Strategie noch mal zu entwickeln und zu aktualisieren. Wir haben bereits ja eingerichtet die unabhängige Berichterstattungsstelle, die noch mal tatsächlich evaluiert die Maßnahmen, die es gibt, inwieweit sie auch tatsächlich wirksam sind. Wir haben insgesamt als Bundesregierung endlich die Istanbul-Konvention vollständig in Kraft gesetzt. Das ist der vorherigen Regierung nicht gelungen. Da gab es noch entsprechende Einschränkungen. Wir haben jetzt das 10-jährige Bestehen des Hilfetelefons, was wirklich eine ganz, ganz großartige Einrichtung ist. Die Telefonnummer ist 116016. Sie ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar und auch in 19 Sprachen. All das sind, glaube ich, wichtige Bausteine, aber wir bleiben dabei nicht stehen, sondern wir arbeiten eben jetzt diesen Gesetzentwurf, um den Schutz gegen Gewalt auch noch als Rechtsgut zu verankern und auch die Ausstattung in Deutschland von Beratungsstellen und von Frauenhäusern zu verbessern. Vielen Dank. Die nächste Nachfrage geht an Silvia Prier. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, wir haben gerade erfreut zur Kenntnis genommen, dass Sie von einer Strategie gegen Menschenhandel gesprochen haben. Wer ist denn in diese Strategie eingebunden? Welche Verbände sind dabei? Welche Häuser sitzen dabei? Und seit wann tagt denn eine Gruppe zu diesem Thema? Wir sind hier zusammen noch in den Vorbereitungen. Wir sind uns einig, dass mein Haus die Federführung übernimmt. Und wie genau die Zusammenarbeit zwischen meinem Haus, dem Bundesinnenministerium, dem Justizministerium und so weiter passiert und wie genau die Strategie dann aufgesetzt wird zur Beteiligung, genau das ist gerade Thema der Erörterung zwischen den Häusern. Und die nächste Nachfrage, die vorletzte Nachfrage, die ist Beatrix von Storch. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Zum Thema Schutz von Prostituierten, aber auch eben Schutz von Frauen vor Gewalt, haben Sie jetzt in dem Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz quasi darauf Rücksicht genommen, dass Sie eine Art von Hausrecht ausweisen wollen. Das heißt, für bestimmte Einrichtungen darf eben das Hausrecht ausgeübt werden. Männer, die sich zu Frauen haben erklären lassen, dürfen dann da nicht hinein. Das ist erstmal dem Grunde nach nicht falsch. Obwohl das ganze Gesetz natürlich falsch ist. Aber stellen Sie bitte Ihre Frage. Ja, die Frage lautet, es gibt jetzt ganz viele verschiedene Geschlechter. Im Rechtsverkehr gibt es den Geschlechtseintrag nach dem Personenstandsregister. Bei den sportlichen Leistungen gibt es das Geschlecht nach dem Hormonspiegel. In den Krankenhäusern zählt die bitte Biologie. Bitte die Frage, Frau von Storch. Wie ist das vereinbar mit dem Gebot des Bundesverfassungsgerichtes, dass das Geschlecht eindeutig und dauerhaft sein muss, mit Blick auf das Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt alles völlig chaotisiert? Gerade das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, dass das Geschlecht nicht an die Biologie geknüpft ist, sondern dass es eine rechtliche Kategorie ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch festgestellt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.
Und genau dem entspricht dann eben auch das Selbstbestimmungsgesetz. Genau auf der Grundlage unserer Verfassung entwickeln wir die Gesetzgebung weiter. Und es ist gut, dass wir endlich dieses menschenrechtswidrige und verachtende Gesetz, das Transsexuellengesetz, abschaffen. Und die letzte, wir sind nämlich schon ein Stück weit über der Zeit, die letzte Nachfragestellerin ist Heidi Reichenecke. Ja, vielen Dank auch diesmal wieder. Jetzt nochmal konkret zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt. Sie wollen ja eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung einführen, was wir natürlich sehr unterstützen. Und dafür gibt es ja den runden Tisch zwischen Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Da wollte ich Ihnen einfach nochmal die Möglichkeit geben, uns vielleicht mitzuteilen, was ist denn da der aktuelle Diskussionsprozess, was sind die aktuellen Ergebnisse auf dem Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen. Vielen Dank. Ein wichtiger Termin ist in dieser Woche die Gleichstellungsministerin-Konferenz. Auch dort werden wir nochmal darüber erörtern. Und ansonsten gibt es im September, glaube ich, also jedenfalls im Herbst, eine nächste Sitzung des Runden Tisches. Und so werden wir Stück für Stück genau zu diesem Gesetzentwurf kommen. Die Arbeiten laufen und wir sind in intensiven Abstimmungsprozessen mit den Ländern, unter anderem in dieser Woche auf der Ministerkonferenz und dann das nächste Mal wieder gemeinsam im Herbst. Vielen Dank. Damit beende ich die Befragung der Bundesregierung. Vielen Dank. Soweit hier also die Fragen der Abgeordneten und die Antworten von Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir und der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus. Hier im Bundestag geht es jetzt weiter mit der Fragestunde, da die etwas schwierig zu durchblicken ist, da die Fragen oft nicht wiederholt werden, werden wir die Zeit nutzen, sie über weitere Geschehnisse in der Welt zu informieren. Wir sind aber in einer Dreiviertelstunde natürlich wieder live hier im Deutschen Bundestag. Da gibt es dann nämlich eine Aktuelle Stunde zur Zerstörung des Staudamms nahe der Stadt Nova Kachowka. Die ja in der vergangenen Woche wurde dieser Staudamm zerstört und daraufhin haben riesige Wassermassen die angrenzenden Städte überflutet. Und so haben die Fraktionen von SPD, Grüne und FDP beantragt, dass hier die Abgeordneten darüber sprechen. Wie gesagt, wir bleiben hier vor Ort und achten darauf, wann es losgeht und sind dann auch wieder von hier bereit. Jetzt einmal gebe ich aber erst einmal ab zu Stefan Kulle. Katharina Kühn, Dankeschön in Berlin. Ich grüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Nach langem Ringen hat sich die Ampelkoalition darauf verständigt, dass